Hier geht es jetzt um die Fragen, wie wir uns ja in unseren politischen Alltagskämpfen, aber auch auf dem Weg der Transformation in diese herrschaftsfreie Gesellschaft, die wir anstreben, auf den Staat beziehen, aber auch auf so Konzepte wie Demokratie oder Politik im Allgemeinen. Diese Fragen sind ja bisher bei allen Formaten immer mal wieder so aufgetaucht, schon bereits. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt Zeit haben, die ein bisschen ausführlicher zu diskutieren. Konkret wird es jetzt um so Dinge gehen wie: Kann es eine staatskritische Praxis in den Parlamenten geben oder organisieren wir uns jenseits davon? Können wir den Staat demokratisieren und in die Gesellschaft auflösen oder müssen wir ihn zerschlagen oder wie überwinden wir ihn sonst? Und eben, wenn wir uns außerhalb staatlicher Strukturen organisieren und was anderes als den Staat aufbauen wollen, geht es dann dabei um den Aufbau von echter Demokratie und besseren politischen Entscheidungsstrukturen? Oder sind Demokratie und Politik als Konzepte schon inhärent herrschaftlich und geht es nicht vielmehr darum, andere Formen zu suchen? Und wenn ja, wie sehen die aus? Und das sind alles Fragen, wo ich selber auch noch keine festen Meinungen und Antworten so habe. So zum Teil habe ich so Tendenzen, aber auch noch sehr viele offene Fragen. Und deshalb freue ich mich sehr, diese Fragen mit Hanna Pottich und Friederike Habermann diskutieren zu dürfen, die ich beide sehr schätze und die immer sehr interessante Sachen zu sagen haben, wie ich finde. Hanna Pottich habt ihr ja vorhin schon vielleicht gesehen, wenn ihr in dem Slot von ihr wart, kommt so vor allem aus der Klima- und Umweltbewegung und hat dieses Buch From Democracy to Freedom, also eine anarchistische Demokratiekritik vom Kollektiv Crime Think oder ja nicht richtig Kollektiv, von diesem mysteriösen anarchistischen Zusammenhang oder Nicht-Zusammenhang Crime Think ins Deutsche übersetzt. Genau, und hat ja, teilt im Prinzip so eine sehr kritische Position zu Demokratie im Allgemeinen. Und Friederike Habermann ist auch schon seit Jahren in verschiedensten sozialen Bewegungen unterwegs, war früher ganz viel in so Bewegungen der globalen Solidarität aktiv und hat in den letzten Jahren vor allem zu Commons und Tauschlogikfreiheit geforscht und geschrieben und praktiziert und ist in dem Zusammenhang auch Mitglied von NAU, dem Netzwerk Ökonomischer Wandel. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren VertreterInnen verschiedener Ansätze alternativer Ökonomien, die so eine, ja, drei Säulen im Prinzip haben: Commons ausweiten, also so selbstorganisierte, bedürfnisorientierte Strukturen jenseits von Markt und Staat, also Commons auszuweiten, den Markt am Gemeinwohl auszurichten und den Staat zu demokratisieren. Genau, und was genau das heißen wird, kann Friede uns bestimmt nachher erzählen. Genau. Und Friede wohnt auch nur ein paar Häuser weiter weg von mir. Ist also eine Nachbarin. Genau. Ja, ihr habt beide erstmal ein Zeit, quasi eure Positionen vorzustellen. Ich weiß gar nicht, wer möchte von euch anfangen. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Habt ihr Präferenzen? Genau, die dritte Referentin, die eigentlich hier sein sollte, Anne Engelhardt, hat leider aus privaten Gründen absagen müssen. Deshalb ist es eine kleinere Runde. Also, wer möchte anfangen? Bei euch wieder, weil ich ursprünglich mal Hanna kommentieren sollte, bin ich davon ausgegangen, Hanna fängt an, aber ich kann Okay. auch anfangen. Dann. Ja, danke für die Vorstellung. Ich selbst habe mich, also ich glaube, wir haben ja ursprünglich, wir sind jetzt bei dem alten Konzept geblieben, dass wir wirklich nur so ein paar Minuten eigentlich einen Input geben und dann nochmal ein bisschen hin und her und dann öffnen, weil ich glaube, wir sind wirklich sehr viele sehr kompetente Menschen. Das vielleicht nochmal vorweg.
wird jetzt nicht so konzentriert auf uns sein. Deshalb einfach nur ein paar Thesen und ein paar Vorstellungen vorweg, also mir als Input und nochmal vorweg auch, auf welcher staatstheoretischen Grundlage ich das eigentlich mache. Also seit den 80er Jahren lese ich feministische, marxistische und auch anarchistische Texte und Theorien. Mein Staatsverständnis habe ich, glaube ich, sehr viel später erworben, sage ich jetzt mal, und zwar im Grunde in meinem Umfeld an der Uni Kassel, was eben sehr gramscianisch geprägt ist, was sagt, der Staat ist eben dafür da, den Kapitalismus zu regulieren. Da haben wir zum Beispiel über Norbert Renkel heute auch einiges zu gehört gehabt. Das heißt aber nicht, dass er, wenn er jetzt auch nicht Regulationstheorie oder so erwähnt hat, aber so das Grundverständnis haben sicherlich viele. Also Staat ist eben nicht einfach ein Instrument von Mächtigen, sondern innerhalb einer Zivilgesellschaft wird um Hegemonie gerungen, beziehungsweise, das ist ein bisschen komischer Begriff eigentlich, wird um Privilegien gerungen, wäre eigentlich, wenn man in die Theorie reingeht, sinnvoller zu sagen, weil es ist eben schon so, dass es nicht verhandelbar ist, sozusagen der große historische Rahmen wird jetzt nicht demokratisch abgestimmt, ob jetzt alles umgestülpt wird oder nicht. Das heißt, es gibt eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen, mit Nikos Palanstas gesprochen. Der Staat ist also auch kein neutrales Terrain. Nicht alle Menschen gehören zu dieser Zivilgesellschaft, diejenigen, die besonders marginalisiert sind, sind sozusagen zunehmend subaltern. Und jetzt nochmal ein Begriff von der postkolonialen Theoretikerin Gertrud Spivak reinzubringen. Das heißt, das sind auch die Grenzen der Demokratie, weil sie eben in dieser Demokratie, in der Zivilgesellschaft keine oder weniger eine Rolle spielen. Und das Ganze ist eben im Kontext zu sehen, nicht nur im Kontext von Kapitalismus, sondern durchaus eben auch von Kolonialismus, Patriarchat und letztlich allen Herrschaftsverhältnissen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr original Gramsci alles, sondern eben sehr viel, vor allem postkoloniale Theorie und feministische Theorie. Genauso wenig wie es hin zu den Subalternen eine klare Abgrenzung gibt, würde ich auch sagen, gibt es zu den Herrschenden keine klare Abgrenzung. Das heißt, es ist auch keine klare Abgrenzung zwischen dieser Zivilgesellschaft und dem Staat oder den herrschenden Mächtigen in dieser Gesellschaft. In diesem Ring um Privilegien gibt es eben auch unterschiedliche Subjektpositionierungen, wo der Zugang zu Mehrwert ein wesentlicher von ist, aber nicht der einzige, sondern eben auch sexistische, rassistische und klassistische Strukturen, die eben zu dieser Positionierung beitragen. Bei Gramsci ist ja sehr wichtig sozusagen der Alltagsverstand, der sehr fragmentiert ist, sich aus der gesamten Geschichte, angefangen bei der Steinzeit so ungefähr, zusammensetzt, aber natürlich wesentlich immer beeinflusst wurde auch von Ideologien, was aber nie so als ganz kohärentes Ganzes, sondern dann eben als Alltagsverstand sich niedergeschlagen hat. Und im Gegensatz zu, auf jeden Fall zu Verschwörungstheorien, würde ich eben auch sagen, auch Herrschende sind ja auch stark von durchdrungen. Das heißt, sie glauben stark eben auch an das, was sie tun, was natürlich aus privilegierter Perspektive, wir wissen das alles, alle wir neigen alle dazu, unsere eigenen Privilegien nicht zu sehen, weil wir die Strukturen dahinter nicht hinterfragen. Oder hinterfragen nicht, weil wir unsere Privilegien nicht sehen. Nochmal kurz, weil Norbert Renkel, der jetzt glaube ich auch dabei ist, wieder heute Morgen sich an einer Stelle abgrenzte zu Gramsci, was ich nicht ganz verstand, so als würde die gesamte Gesellschaft dann eigentlich in so einem liberalen Sinne von diesen Kräfteverhältnissen beherrscht. Das sehe ich überhaupt nicht bei Gramsci und schon gar nicht. Also ich selbst bin eher postmarxistisch, poststrukturalistische Hegemonietheorie verortet, wo eh klar ist, dass immer alles von allem abhängt. Und natürlich
hängen die Kräfteverhältnisse von den Produktionsverhältnissen ab, die eine Eigengesetzlichkeit haben, aber diese Eigengesetzlichkeit ist auch nicht absolut zu sehen, sondern natürlich hängen die auch wieder von Sexismus, Kolonialismus oder umgekehrt antisexistischen Kämpfen und antikolonialen Kämpfen etc. ab. Das heißt, alles hängt irgendwie zusammen. Das bedeutet natürlich für die Transformation auch, dass wir nicht jetzt eine Transition machen können. Das ist eine sprachliche Unterscheidung von Uli Brandt. Die Transition, die das perfekt plant, sondern dass Transformation natürlich immer ein völlig unbekannter Weg teilweise auch ist. Aber es geht eben darum, dass wir Strukturen aufbauen, die so günstig wie möglich sind, und zwar sowohl für Möglichkeiten, also sowohl für Zäsuren, die es in der Geschichte immer wieder gibt, ob das jetzt Rebellionen oder Finanzkrisen sind, als auch für Möglichkeiten, innerhalb bestehender Strukturen Fortschritte zu erreichen. Ja, das so als Grundlage, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber dafür sind meine Thesen auch kurz. Ich hatte mich vor kurzem mal ein bisschen mehr mit 1917 befasst. Was ich bei 1917 ja sowieso ganz toll finde, wie wahrscheinlich viele hier, ist das Buch von Vinnie Adamczak, beziehungsweise Revolution, wo sie so schön aufzeigt anhand der PRD, der postrevolutionären Depression, dass Revolution eben nicht einfach nur der historische Bruch ist, in dem es die Umwälzung gibt, sondern hinterher weitergehen muss als demokratischer Prozess. Ansonsten werden die Leute depressiv nach der Revolution, deshalb der Ausdruck, und vorher eben auch demokratisch vorbereitet werden kann, damit es überhaupt erst zu einer demokratischen Transformation kommen kann in historischen Zäsuren, Brüchen. 1917, das war mir nicht so klar, wie ich es jetzt nochmal nochmal erfahren habe, wie stark eigentlich 1917 wirklich auch auf die alte Nomenklatura zurückgegriffen werden musste, weil eben einfach das Wissen in staatlichen Stellen vorhanden war und nicht durch revolutionäre Kräfte ersetzt werden konnte. Allein das ist also schon ein Grund, weshalb versucht werden muss, andere Strukturen aufzubauen. Und das kann nicht als Avantgarde geschehen, das kann nur ein gesellschaftliches Projekt sein, aber es kann natürlich auch nicht darum gehen, die alten Machtstrukturen, die der Staat darstellt, einfach weiterzumachen, sondern gleichzeitig sie nochmal mehr abzubauen. Da komme ich gleich nochmal an zwei Stellen drauf, um das nochmal zu begründen. Wichtig bei du merkst, ich habe gut zugehört bei dir. Du hast gesagt, die Commons-Leute würden sich nicht so um das Politische kümmern. Das fand ich jetzt auch witzig, weil ich aus wertkritischen Zeiten, hätte ich es beinahe gesagt, Kreisen immer so das Antipolitische mitgekriegt habe und das sozusagen eher den umgekehrten Vorwurf gemacht hätte. Also es eint uns, dass wir eben Politik machen wollen, die, wie du ja richtig gesagt hast, Räume öffnet, also eben Möglichkeiten schafft, aber eben keine Politik, die auf den Staat als Staat zielt, sondern eben Kräfte aufzubauen, die den Menschen im Staat oder staatliche Institutionen, wie immer man es nennen will, dazu bringt, entweder weil sie auch Teil von einem verändernden Alltagsverstand sind und natürlich, weil man eben sozusagen wirklich Kräfte aufbaut, dass hier etwas politisch passiert. Also diese verdichteten Kräfteverhältnisse, die es natürlich gibt, lassen es aber immer noch möglich, dass eben, ja, eben Menschen, die da drin auch wirken, ja eben auch einem veränderten Alltagsverstand unterliegen, sag ich jetzt mal. Ja, Juro hatte schon eingeführt, dieses Projekt Now, wo wir als sechs Menschen, die für unterschiedliche Ausrichtungen anderen Wirtschaften stehen, eben drei Wege aufmachen. Also eben das Spannende ist eben vielleicht schon, dass wir zum Beispiel mit Christian Felber für die Gemeinwohlökonomie noch drin Menschen sind, die für also ganz unterschiedliche Zielgruppen, sage ich jetzt mal, ansprechen.
Und wir sagen aber, ist nicht so, dass da there is no alternative, weil wir alle uns am Schreibtisch irgendwas anderes ausgedacht haben und alles, was die anderen denken und wir blöd finden, sondern im Grunde wollen wir dasselbe. Wir wollen eine bedürfnisorientierte, demokratische Gesellschaft, die nicht vom Markt bestimmt wird. Und dafür müssen wir eben den Markt abbauen. Die GWÖ-Formulierung ist dann eben auf Gemeinwohl ausrichten, aber steht eben auch klar drin, Konkurrenz abbauen und damit eben den blinden Marktmechanismus abbauen. Das heißt dann aber, wer tritt an die Stelle dieses blinden Marktmechanismus? Also da muss da sozusagen ein Akteur oder eben Akteure hin. Da ist natürlich eben traditionell dann der Staat und in dieser Situation wäre er es wahrscheinlich auch. Und da wir das nicht wollen, aus vielen Gründen, die wir heute auch schon gehört haben, zentralisierter Staat etc., und überhaupt bürgerlicher Staat, geht es eben darum, den Staat zu demokratisieren oder eben auch die ganze Gesellschaft zu demokratisieren. Hanna wird wahrscheinlich das Wort Demokratie problematisieren. Bin ich inhaltlich eigentlich d'accord? Also jede in Europa stattfindende Demokratie hat nicht zuletzt den Sinn gehabt, Menschen auszuschließen. Bin ich völlig d'accord. Ich weiß aber erstmal kein besseres Wort und ich glaube, das ist, schließt, glaube ich, ganz, also wenn man vom, glaube, man kann es ganz gut vermitteln, was man eigentlich will mit Demokratie, aber wenn sich da ein anderes Wort durchsetzt, völlig okay. Ja, und Demokratie soll dann eben nicht heißen, man macht ein Kreuzchen, ob jetzt alle 4 Jahre oder ob man es öfter darf, sondern Demokratie heißt eben wirklich die eigenen Lebensumstände aktiv mitgestalten zu können oder gemeinschaftlich gestalten zu können und dann sind wir schon auf bei Commons und damit greifen eben diese 3 Wege, Marktkonkurrenz abbauen, Gesellschaft demokratisieren und Commons aufbauen, ineinander. Genau, und da macht eben das, was wir eben vorhin schon hatten, auf den Staat einwirken, Räume öffnen. Was ich in Berlin ist zum Beispiel gerade eine super fitte Gruppe da dran, das ganze Tempelhofer Gebäude und Feld zu einem Commons- und Transformationszentrum machen zu wollen. Das fände ich ein super Beispiel dafür, wo sowas passieren kann. Ja, auf diese Art und Weise wäre eben die Hoffnung, dass sich andere Selbstverständlichkeiten durchsetzen, anderer Alltagsverstand. Und letztlich ist es immer genau das, was unsere Gesellschaft verändert. Aber eben der Staat muss eben überwunden werden. Norbert hatte eben heute gesagt, weil ansonsten immer wieder Rackets, räuberische Banden oder irgendwelche Interessengruppen eben sich durchsetzen. Das kann natürlich auch ohne Markt passieren, das kann ohne Staat passieren, dass irgendwelche Leute sagen, Menschen mit lila Haaren sind besonders dazu geeignet, morgens das Frühstück zu machen. Und deshalb werdet ihr jetzt unterdrückt. Das heißt, der demokratische Prozess ist wirklich das einzige Mittel, was wir haben, damit wir nicht neue Hierarchien und Ausbeutungsverhältnisse, welcher Art auch immer, immer wieder erfinden. Also die kommende Demokratie, jetzt ein Ausdruck von Jacques Derrida, also was immer wieder guckt, welche neue marginalisierten Positionierungen haben sich eigentlich gebildet, um die wieder zu versuchen reinzuholen. Ansonsten, um es mit den Zapatistas zu sagen, werden wir nur das müde, alte müde Rad der Geschichte wiederholen. Also nochmal abschließend, zusammengefasst, es geht nicht darum, auf Brüche hinzuwirken, das schließt diese Brüche aber nicht aus, sie werden sicherlich größer oder kleiner kommen, Corona ist ja auch schon ein bislang noch kleiner, der noch größer werden kann mit den Mutationen. Das schließt mit ein, zu versuchen, auf den Staat einzuwirken, aber eben nicht als Adressat, sondern sozusagen eher als Folge eines veränderten Alltagsverstandes. Ja, denke. Also ich bin gespannt auf die Diskussion, aber ich kann mir eigentlich keinen anderen emanzipatorischen Weg vorstellen. Ich denke, da treffen sich ganz viele Ansätze, die aus irgendwelchen anderen Namen eigentlich auch haben, wenn man es mal durchdenkt, dass es in die ähnliche Richtung geht. Jonathan hatte vorhin mal in seiner Präsentation, ich weiß nicht, wie viele von euch da waren, diese Spanne aufgemacht zwischen Negation auf der einen Seite und Konstruktion auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist tatsächlich der größere Unterschied zwischen Friederike und mir.
dass ich das Gefühl habe, dass es mehr Fokus auf das Dagegen und das Kaputtmachen braucht und bei Friederike mehr Fokus auf den Aufbau von Alternativen gelegt wird. Aber in der Sache, glaube ich, sind wir uns in wenig Punkten uneinig. Nur, dass, wie du schon sagtest, ich bestimmte Begriffe so nicht nutzen würde. Also ich insbesondere den Demokratiebegriff einfach nicht positiv konnotiert benutzen würde. Aber dazu komme ich später. Ich fange nämlich an mit meinen Gedanken zum Politikbegriff, weil das ja so die Leitfragen waren, was denn eigentlich Politik, Staat und Demokratie und so helfen können oder ob das alles kaputtgeschlagen gehört. Und ich glaube, ich habe tatsächlich mir selber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht gehabt zu diesem Politikbegriff, weil er so ein omnipräsenter Schubladenbegriff ist für ganz viele Leute, was ganz, ganz Unterschiedliches mit diesem Begriff verknüpft ist. So ein bisschen wie bei Demokratie ja auch, dass alle Leute immer so das reininterpretieren, was ihnen gerade irgendwie so gefällt. Bei Demokratie in den allermeisten Fällen sehr positiv konnotiert, bei Politik nicht zwingend positiv konnotiert, trotzdem aber halt so ein sehr diffuser, vager Begriff. So beim näher drüber nachdenken hatte ich für mich eher das Gefühl, dass ich den Nutzwert fragwürdig finde, also ambivalent bis eher kritisch, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist eine der Sachen, die ich aus feministischer Bewegung gelernt habe, dass das Private politisch ist. Wenn ich jetzt den Begriff Politik zur Abgrenzung anderer Teile unseres Alltags, unseres Lebens etc. benutze, definiere ich die damit ja per se als unpolitisch. Also ich definiere mit der Nutzung des Begriffes politisch, dass es was gibt, was nicht politisch ist. Und das erscheint mir erstmal irgendwie, wie gesagt, für mich aus dem Feminismus kommend, aber natürlich auf Ökologiebewegung auch eins zu eins übertragbar, vollkommen absurd, so zu tun, als gäbe es irgendeine Handlung, die nicht politisch wäre. Und ich glaube, das bestärkt auch Leute in einer ganz falschen, passiven, ich sag mal Opferrolle, also dass Leute sich schön raushalten können. Und das wird unseren Problemen ja nicht gerecht, die wir haben. Also jedes Problem, was wir als politisches Problem bezeichnen könnten, ist ja bei näherer Draufsicht ein Problem, was maßgeblich daraus resultiert, dass vermeintlich unpolitische Leute vermeintlich nur ihren Job machen. So, und da kommen wir dann halt ganz schnell an die Grenzen von politisch als einer sinnvollen Abgrenzungskategorie. Dann finde ich, kommt noch dazu, dass sich selber oder die eigene politische Gruppe oder den eigenen Zusammenhang als politisch zu definieren, auch immer so ein Avantgarde-Ding hatte. Das hatte Friederike auch schon mal so angeschnitten. Weil was sagt es denn über alle anderen Leute, die einen Nachbarschaftscafé organisieren, wenn ich sage, also ich treffe mich mit meiner Politgruppe, ihr macht euer Nachbarschaftscafé. Also das wäre ja eine vollkommen absurde Gegenüberstellung. Deswegen an der Stelle finde ich auch schwierig. Es gibt ja von Jonathan so eine Textsammlung zu, wo er das mit Nabelschau beschreibt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also es ist natürlich eine sehr harte Kritik, aber dieses Überbetonen von der Selbstbezeichnung als politisch, um sich darüber irgendwie als was irgendwie Überlegenes gegenüber anderen Organisierungen, Gruppen, Individuen etc. Zu definieren, finde ich auf jeden Fall erstmal irgendwie kritisch. Ganz konkret sichtbar wird das an so Sachen wie der Debatte um politische Gefangene, die ich als anarchistische Unterstützerin von Gefangenen und als Abolitionistin, also absolute Knastgegnerin, einfach vollkommen absurd finde, weil die Tatsache, dass irgendwer eingesperrt wird von diesem Staat in einen Knast, ist als solche einfach politisch. Und diese klare Untertrennung in politische und vermeintlich ausschließlich soziale Gefangene ist da genau das, was ich eben für draußen geschildert habe, eine krasse Entsolidarisierung der Leute, die nicht das Privileg, das Prädikat, den Stempel politisch kriegen. Finde ich eine schwierige Klamotte und auch keine so richtig sinnvoll zu rechtfertigende Sache. Auch gesamtgesellschaftlich scheint mir der Begriff total unklar. Also es gibt Leute, die würden, wenn ich sage, hey, was ist Politik, sagen, die Parlamente. Also die damit so in diesem klassischen Modell von Gewaltenteilung gedacht, einfach wirklich ausschließlich Legislative meinen und nichts weiter. Und dann mag es Leute geben, die das dann irgendwie erweitern und sagen, na gut, da gehört vielleicht auch noch Exekutive, Judikative dazu. Wie wäre es, wir nehmen irgendwie Gerichte und Knast und die Bullen auch noch mit dazu. Und dann ist das Politik, ist aber auch schon ein schräges Politikverständnis. Dann gibt es Leute, die sagen, oh, wir müssen das größer denken, wir müssen jetzt auch noch andere
AkteurInnen als Gewalten beschreiben. Dann kommen da die Medien dazu, oder vorhin gab es mal die Debatte um Zivilgesellschaft als Akteur, dann kämen wir bei Lobbygruppen als AkteurInnen an, so, und irgendwann ist halt doch wieder alles politisch. Also auch wenn man außerhalb von Szene denkt, habe ich den Eindruck, dass dieser Begriff uns nicht so wirklich weiterhilft, weshalb ich für mich dann eher so überlegen würde, sollten wir diesen Begriff vielleicht einfach streichen und mehr das beschreiben, was wir tun. Also wenn wir in die Verlegenheit kommen, zu sagen, jo, also was machst du so, ich mache so politische Arbeit, nicht zu sagen, ich mache politische Arbeit, sondern ich versuche mich einzusetzen für dies und das, gegen das und das, weil das System ist halt kotzescheiße und wir müssen was anderes aufbauen. Erscheint mir persönlich jedenfalls irgendwie der plausiblere Weg und auch tatsächlich der, ich sag mal, einladendere Weg. Also der Weg, der uns, wenn wir erklären, was wir tun, weniger zu so unnahbaren Aliens macht. Also wir sind dann nicht irgendwelche politischen ExpertInnen weit weg, sondern wir sind halt Leute, die Bock haben, uns mit anderen Menschen, die Bock auf irgendeine Art von Kampf, Aufbau, Auseinandersetzung, was auch immer einzulassen, zusammenarbeiten wollen, etc. Das vielleicht so als meine Gedanken zum Thema Politik. Dann komme ich zum Thema Staat. Da bin ich nicht allzu weit gekommen mit meinen Assoziationen. Der Staat ist doof und stinkt und gehört abgeschafft. Also ich habe da einfach keine... ich kann an dem, was ich persönlich mit Staat verknüpfe, nichts Erhaltenswertes finden. Auch deswegen, weil es sowas furchtbar Konstruiertes ist, sich zwanghaft im Gebilde eines Staates zu organisieren. Also natürlich gibt es Bedürfnisse und Austauschnotwendigkeiten zu Themen, die über meine konkrete Nachbarschaft hinausgehen, keine Frage, aber die sind dann ja anhand anderer konkreter Bedürfnisse und sicherlich nicht anhand irgendwelcher nationaler Bedürfnisse. Also da geht es dann meinetwegen um sämtliche Hafenstädte, die am Suezkanal liegen, oder es geht um sämtliche Orte und Gemeinden, die an die Ostsee angrenzen oder wo man Windräder aufstellen oder Olivenbäume anpflanzen könnte. Was auch immer, aber ich sehe keine Notwendigkeit, die das Gebilde Staat, so wie wir es gerade kennen, notwendig machen würde. Und ich glaube, alles, was ich mir wünschen würde, würde ich nicht mit dem Begriff Staat bezeichnen. Aber vielleicht ist das auch wieder sowas, wo wir uns gar nicht so sehr an Begriffen festklammern sollten, weil wir davon vielleicht auch gar nicht so viel haben. Also vielleicht sollten wir viel eher konkret drüber reden, wie wir uns organisieren wollen, statt ob wir das, was dabei rauskommt, Staat nennen oder nicht. Mein Gefühl wäre, das, was bisher so Staat genannt wird, gehört zerschlagen. Friederike hatte das eben ja auch schon angedeutet mit oder angeführt mit dem Problem von Marginalisierten, also dem Problem von Othering, von wir und die anderen, von Dazugehörigkeit, von Grenzen ziehen und Ausschluss, und dass ein Staat das halt tut, zu definieren, wer gehört dazu und wer nicht dazu. Und damit sind wir dann auch gleich bei meiner Kritik an Demokratie, dass halt mein Verständnis von Demos, von Volk, einfach genau das ist. Irgendwer muss definieren, wer gehört dazu und wer nicht. Und dass alleine schon dieses Schaffen von so einem unfassbar künstlichen, elitären Kollektiv voll der Blödsinn ist. Weil halt unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Notwendigkeiten immer neue Vernetzungen erfordern. Weil manchmal will ich mich halt mit den Leuten vernetzen, die Olivenbäume anpflanzen können, und manchmal mit den Leuten, die auch an der Ostsee wohnen. Und da muss ich aber nicht ein gemeinsames Demos für sein. Das erscheint mir erstmal total schräg. Nichtsdestotrotz kann es natürlich für bestimmte Dinge sinnvoll sein, sich in irgendeiner Form zusammenzuschließen. Aber da ist ja dann immer die Frage, wer definiert, wer dazugehört, und wie verhandelbar sind Grenzen und wer kann da eigentlich mitreden. Genau, damit bin ich schon bei diesem dritten Teil der Demokratiekritik. Ich habe den ersten Teil davon ja jetzt, glaube ich, auch schon erklärt. Ich glaube auch, ich muss im weitesten Sinne linken Kreisen, keine Ahnung, ob das hier überhaupt ein linker oder ein Postlinker oder ein explizit anarchistischer und damit nicht linker Kreis ist. Jonathan, liebe Grüße. Ich glaube, eigentlich muss ich in diesem Kreis, wo ich gerade bin, gar nicht erklären, warum ich Volk doof finde. Mit Herrschaft ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil Herrschaft ja auch so eine Komponente hat, jedenfalls ist das, was viele Leute damit assoziieren, sowas Positives im Sinne von
Macht zu etwas haben, eher im Sinne von Selbstermächtigung und emanzipatorischer Prozesse. Und das ist ja auch das, was Friederike damit sagen will, dass wir uns Dinge aneignen, Dinge selber zu tun, Dinge selber zu entscheiden, Dinge gemeinsam zu entscheiden und dass die Macht dazu bei uns liegen muss. Ich persönlich verbinde halt mit dem Begriff Kratos überhaupt nicht diese Form von Macht, sondern ich verbinde damit Macht über, und zwar verstetigte Macht über, was ich als Herrschaft definieren würde und was für mich halt ein Konzept ist, was wir überwinden sollten. Deswegen komme ich persönlich für mich zu dem Schluss, dass das, wofür ich kämpfe, nicht Demokratie ist. Und das, finde ich, ergibt auch noch aus anderen Gründen Sinn, weil einfach Demokratie ein so krasser Schubladenbegriff ist. Also man kann Bombenabwürfe als demokratisch labeln und man kann irgendwie Platzbesetzung als demokratisch labeln, dass ich das Gefühl habe, ich sehe gar keinen Sinn darin, um diesen Begriff zu kämpfen. Ich würde viel lieber einen neuen entwickeln, der vielleicht weniger vereinnahmbar ist, auch wenn das natürlich bei Begriffen immer schwierig ist, weil alles Mögliche an Begriffen auch komisch vereinnahmt werden könnte. In eurer Einladung war ja auch noch der Wunsch, so ein bisschen zur Praxis zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll oder... Okay. Dann schließe ich das direkt an. Die Frage, was bedeuten denn eigentlich so unterschiedliche Staatsverständnisse in der politischen Praxis? Und ich würde da gerne auf die letzten Monate in Flensburg eingehen, weil wir hier ein kleines Stadtwäldchen besetzt hatten, bevor es martialisch geräumt wurde. Und ich glaube, daran kann man ganz viele so Konflikte exemplarisch aufzeigen. Also einer der Konflikte ist so eine Debatte, die wir heute jetzt auch schon ein paar Mal hatten, um die Frage, soll eigentlich appellative Politik gemacht werden? Wollen wir eigentlich Forderungen an irgendwen stellen? Und da war es immer so, dass die lokale Bürgerinitiative, die es hier gibt, die auch für den Erhalt von dem Bahnhofswald kämpfen und gegen Gentrifizierung im Quartier und für den Erhalt von günstigem Wohnraum etc., uns als BaumbesetzerInnen gefragt haben, was wollt ihr denn und könnt ihr nicht mal formulieren, was ihr von der Stadt wollt? Und wir immer gesagt haben, hey, unsere Aktion formuliert das vollkommen ausreichend selber und wir fänden es falsch, das, was wir wollen, runterzubrechen auf einige wenige Forderungen, weil wir viel mehr wollen, als wir überhaupt zum einen aufschreiben könnten und zum anderen wir damit ja auch suggerieren, die Stadt könnte es lösen und wir damit ja irgendwie unterstellen würden, dass die Stadt in der Lage sei, solche Probleme zu lösen, statt zu sehen, dass die Stadt natürlich auch in einem Dilemma ist, weil sie halt in kapitalistischen Zwängen drin steckt. Deswegen war für uns der Ansatz, dass wir zwar klar sagen, wofür wir stehen, das aber nicht als Forderung verpacken und das gegenüber der BI halt auch immer erklären und halt in... Ich fand sehr respektvollen Diskussionen mit der BI dann halt uns von denen haben anhören lassen, was sie jetzt von der Stadt fordern wollen, da schon auch Feedback zugegeben haben, warum wir das wie finden, dann aber auch grundsätzlich erklärt haben, warum wir nicht runterstehen werden. Das ist so der eine Punkt, wo man das, glaube ich, ganz gut gesehen hat. Und der andere Punkt, auch super klassisches Bilderbuchbeispiel. Es gab Brandanschläge und Farbanschläge auf Firmenwagen von dem Investor. Und dann gab es von der BI natürlich auch sofort Distanzierungen und von uns halt nicht, weil das für uns total selbstverständlich ist, sich nicht von anderen Aktionsformen zu distanzieren. Und auch da würde ich sagen, da war was, was für uns eine politische Selbstverständlichkeit war, dann der Aufhänger, um mit Leuten drüber zu reden, die ganz anders ticken als wir und sich halt auch wahrlich nicht als anarchistisch verstehen würden, nicht im Ansatz. Die wahrscheinlich vorher auch schreiend weggelaufen wären, wenn irgendwer ihnen was von AnarchistInnen erzählt hat, die aber heute wahrscheinlich ihre Hand für uns ins Feuer legen würden. Und ich glaube, das ist halt das Wertvolle, also das hinzukriegen, die eigenen Überzeugungen mitzunehmen in so einen politischen Kampf und da aber halt dann nicht dadurch dann plötzlich kooperationsunfähig zu werden. Wo das natürlich ein größeres Dilemma wird, was ich ganz zum Schluss nochmal anreißen wollen würde, sind so Sachen wie die Mitarbeit anarchistischer Menschen in größeren entweder Netzwerken oder Kampagnen. Wir hatten ja vorhin auch schon so Ende-Gelände-Beispiele, aber das gilt natürlich auch für viele, viele andere Vernetzungen, Bündnisse etc. Sich immer die Frage zu stellen,
wie weit gehe ich da rein und habe das Gefühl, ich kann innerhalb von so sehr heterogenen Netzwerken mit meiner eigenen Position Leuten was mitgeben, für mich spannende Diskussionen führen, für mich was mit rausnehmen und es ist bereichernd. Und wo ist einfach der Punkt, wo ich sagen muss, es ist zu doll. Und ich glaube, einer der großen Gefahren ist, dass wir den Punkt nicht sehen, wo AkteurInnen zu, ich sag mal, MonopolakteurInnen werden. Also na, bei aller Wertschätzung, die ich definitiv auch für viel von dem habe, was Ende Gelände macht, ist doch eine Struktur geworden, die auf eine gewisse Aktionsform ein sehr krasses Monopol hat für Massenaktionen zu dem Thema. Und ich glaube, dass jedenfalls für einige Leute in meinem Umfeld das immer so ein schmaler Grat ist. So, wie weit optimiere ich eine solche Struktur, die ich eigentlich gerade gefährlich finde, weil sie zu sehr eine konsumierbare Mitmachstruktur zum Hinterherlaufen ist, auf der anderen Seite halt auch vielen neuen Leuten einen Anlaufpunkt gibt, und inwieweit möchte ich durch meine Mitarbeit dann halt auch eine Mitverantwortung tragen für den Aufbau, den Erhalt und die Stärkung solcher, meiner Einschätzung nach, innerhalb von Bewegung eben monopolgefährdeten oder Monopolstrukturen. Ja, das vielleicht von mir, und ich hoffe, mindestens mit dem Ende auch Diskussionen angestoßen zu haben. You are now unmuted. Ja, danke. Friede, möchtest du direkt reagieren? Hast du Punkte, zu denen du was direkt sagen möchtest? Ansonsten habe ich mir so ein paar Fragen an euch beide notiert. Aber genau, ich würde dir jetzt erstmal die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Also ich glaube, wir haben schon eine Differenz, die sich jetzt bei der Gefahr der Monopol vom Ende Gelände vielleicht andeutet. Also ich entsinne mich, dass du mal, wenn ich das Beispiel jetzt falsch wiedergebe, dann korrigiere mich bitte, aber sozusagen auch negativ gesagt hast, wie bei Ende Gelände Aktionen dann jemand irgendwas machen wollte, was nicht im Aktionskonsens war. Und dann andere auf die Person zugegangen sind und gesagt haben, das darfst du jetzt aber nicht machen. Und so meine Erfahrung aus der Globalisierungsbewegung, wo ich sehr aktiv war, haben wir dann Pink Silver damals gegründet, was, ja, glaube ich, kulturell ziemlich viel verändert hat. Also schon zu sagen, wir machen keine Latschdemo, wir machen bestimmte Formen von direkte Aktionen, aber wir wollen keine Machos, die sich da als MärtyrerInnen aufführen. Und ich finde sowas super wichtig. Auch würde ich den Satz nicht so unterschreiben, es gibt nichts Erhaltenswertes im Staat. Also um es einfach jetzt nochmal zu sagen, ich bin eben seit über 4 Jahrzehnten in sozialen Bewegungen. Ich habe 15 Jahre mit über 100 Leuten zusammen gewohnt, wo es nicht üblich war, die Polizei zu rufen. Ich finde nicht, dass wir so weit sind, dass wir da selbstbewusst behaupten können, unsere Strukturen läuft das alles viel besser. Ich bin für Polizei abbauen, das ist ganz klar, und ersetzen durch andere Strukturen. Aber auch diese anderen Strukturen wären dann ja vielleicht wieder sowas wie Ende Gelände. So, also ich glaube, da sind wir vielleicht in so einer unterschiedlichen Position, könnte ich mir vorstellen. Oder das vielleicht nochmal, ich habe hier ein Stichwort, sehe ich das gerade, was ich gemacht habe. Bei Simon kam das heute, was dann ganz am Schluss nochmal diskutiert wurde. Simon, du bist ja auch da. Wo das Beispiel war, also auch die Frage kam, also wir sind jetzt in der Utopie und da stellen Leute irgendwas her und bilden dann aber vielleicht, ich sage jetzt mal, so eine Art wie Oligopol, und dann könnten ja soziale Bewegungen da blockieren, weil es gibt ja keine Polizei mehr, wäre das sehr wirkmächtig. Wenn man das weiterdenkt, ist man natürlich dann doch irgendwann bei Rackets, also bei irgendwelchen Räuberbanden, und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also wir müssen ja schon irgendwelche Strukturen haben, ich sage einfach mal demokratisch, solange es keinen vernünftigen anderen Ausdruck dafür gibt, die Demokratie und Emanzipation sichern.
Naja, ich glaube, das macht eine ganze Menge Diskussionen auf, die vielleicht eigentlich gar nicht das sind, wo das Podium eigentlich hin sollte. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber gerade so Debatten wie Polizei abschaffen funktionieren aus meiner Sicht so ein bisschen anders. Also ich würde sagen, es ist gerade richtig, die These zu vertreten, dass die Polizei abgeschafft gehört, weil nur das überhaupt den Erregungskorridor so weit öffnet, dass Leute sich die Frage stellen, wie denn dann? Deswegen ist da, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, in welchem Rahmen reden wir? Weil je größer und je öffentlicher der Rahmen ist, desto offensiver würde ich sagen, so die Polizei gehört morgen früh abgeschafft, um diese Provokation anzustoßen, dass Leute sich diese Gedanken auch wirklich machen. Weil ich ansonsten immer Angst hätte, dass es so nach die Polizei ist doch reformierbar und wir machen das mal nur ein bisschen aussieht. Das ist ein bisschen wie die Sache mit dem Knäste abschaffen. So, natürlich gibt es Leute, die mit denen wir größere Probleme hätten, gar keine Frage. Aber wenn ich nicht fordere, dass Knäste grundsätzlich abgeschafft gehören, sondern nur sage, oh, ein paar der Leute müsste man schon rauslassen, dann reden wir am Ende darüber, ob man Schwarzfahrer einsperrt oder nicht und nicht darüber, ob Knast als solches, als System ein Problem ist. Aber Deswegen, ich habe nicht pro Polizei und ich habe nicht pro Knast geredet, sondern ich habe pro Ende Gelände als Organisationsstruktur geredet. Das unterscheide bitte. ja, du hattest das Polizeibeispiel auch genannt, deswegen kam ich drauf, oder nicht? Also irgendwas über Polizei hast du gesagt, meine ich. Aber gut, vielleicht haben wir da auch aneinander vorbeigeredet. Was über Polizei habe ich gesagt, aber ich habe nicht gesagt, ich bin für Polizei. Es ist ja ein Unterschied. Ich glaube, das Ende-Gelände-Beispiel sprengt ein bisschen den Rahmen, weil ich dafür sehr weit ausholen müsste, um das nochmal zu erklären und wir das vorhin schon ein bisschen rauf und runter diskutiert haben. Weshalb ich das an der Stelle, glaube ich, gerne ausklammern würde, wenn das für euch auch so okay ist. You are now unmuted. Ja, genau. Ich habe jetzt aber schon gerade eben in diesem kleinen Hin und Her zwischen euch schon so zwei Differenzen möglicherweise rausgehört, wo ihr gerne gleich nochmal Stellung zu beziehen könnt, ob ich das so richtig verstanden habe. Nämlich einerseits auf dem Weg der Transformation und andererseits auch für die Utopie. Wo du, Friede, jetzt meintest, um sowas wie Racketbildung zu verhindern, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es schon gut, sowas wie eine gesamtgesellschaftlich legitimierte demokratische Institutionen zu haben. Und da habe ich genau bei Hanna eher, also, oder relativ klare Ablehnung so draus gehört. Und dann auch auf dem Weg der Transformation. Ich weiß einfach nicht, ob ich das gesamtgesellschaftlich unterschreiben würde, aber Institution braucht es ja. Vielleicht haben wir da aber auch wieder so ein Begriffsding, dass Institution unklar ist. Also, weil Institution ja sowas sehr stark, also ich persönlich jedenfalls assoziiere damit was sehr bürokratisch Verriegeltes, und was eher quasi zwischen zwei Buchdeckel passt. Und wenn jede Form von Organisierung auch schon eine Institution ist, natürlich brauchen wir dann Institutionen, weil ich mich natürlich auch nicht gegen Organisierung ausspreche. Also deswegen weiß ich gar nicht, wie viel Differenz wir an der Stelle tatsächlich haben, weil natürlich finde ich es, wenn wir jetzt im Bereich Strafkritik bleiben, zum Beispiel, also im Bereich, wir wollen Knäste abschaffen, dann braucht es natürlich irgendeine Sorte von Strukturen, an die Menschen sich wenden können, wenn sie entweder miteinander oder mit anderen Probleme haben. Und es braucht irgendeine Form von Raum, der eröffnet wird, um darüber zu verhandeln, wie Menschen damit umgehen wollen, dass andere Menschen sich in irgendeiner Form scheiße verhalten haben. So wie das dann aussieht, ist aber ja eine Aushandlungsfrage und wirft eine ganze Menge Fragezeichen auf. Sobald es dann nochmal steht, nachdem ich das schon korrigiert hatte, ich habe weder für Staat noch für Polizei geredet. Also bitte einfach gut hinhören. You are now Ich unmuted. würde zudem mit dem Aufbau neuer Sicherheitsstrukturen nochmal was sagen. Also ich glaube, You are now muted. da beißt sich das wieder so ein bisschen in den Schwanz. Das, warum ich eben meinte,
Ich würde immer eher fordern, die Polizei morgen früh abzuschaffen, statt in 10 Jahren, ist, weil ich glaube, dass wir das provozieren müssen, dass diese Strukturen aufgebaut werden und dass solange die staatlichen Strukturen noch da sind, der Druck, sich um andere Strukturen und um einen anderen Aufbau zu kümmern, viel geringer ist und Leute sich tendenziell darauf ausruhen, dass es die staatlichen Strukturen ja gibt. Deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob ich tatsächlich finde, dass wir erst funktionierende Alternativen brauchen, um dann den Staat abzuschaffen. Also ein so klares Entweder-oder ist es ja so oder so nicht. Aber ich glaube, manchmal braucht es tatsächlich auch dieses Vakuum von einer kaputten Struktur, um die Dringlichkeit von dem Aufbau einer anderen Struktur aufzuzeigen. Vielleicht ja, beantwortet das die eine Chatfrage so ein bisschen. Weiß nicht, was so moderationstechnisch der Gedanke ist. Also, weil ich merke, dass wir jetzt alle parallel Chat mitlesen. Vielleicht kann man es auch öffnen, dass Leute quasi mitreden können, weil dann haben wir nicht dieses Chat hin und her. Ja, ich glaube. Ja, doch, man hört mich. Ja, wir können es einfach öffnen. Also ich habe schon noch Fragen, aber wir können auch erstmal Fragen aus dem Publikum noch mehr aufnehmen. Und dann kann ich meine später noch stellen. Dann wäre es erst das Almut, also per Wortbeitrag You are wollte now muted. ich. Hallo, hört man mich? Ja, cool. Danke für eure Beiträge. Wenn es jetzt zu lang wird und eher so Co-Referatsmäßig wird, dann unterbreche ich mich bitte gerne. Aber ich bin inspiriert von dem, was ihr gesagt habt und würde gerne ein paar Sachen kommentieren, aber jetzt nicht direkt an die Polizeidiskussion anknüpfen. Also, richtig, Hanna, ich stimme dir zu. Es gibt so eine Art Politikfetisch in der Linken. Fetisch benutze ich jetzt hier nicht als so einen analytischen Begriff, aber so insgesamt, ihr wisst, was ich meine, so geil, ja, ich gehe Politik machen und so, ist irgendwie komisch, dass man das so benutzt, wie du es ja auch erklärt hast. Gleichzeitig hast du ja gesagt, alles ist politisch. Das sehe ich irgendwie auch so. Und dann ist ja aber jetzt irgendwie die Frage, wie wir dieser Tatsache, dass alles ja politisch ist, Ausdruck verleihen können. Und ich denke, dass, um so einen kleinen Umweg zu machen in der Frage, ich glaube, dass in diesen ganzen Versammlungsbewegungen und Revolutionen wie Arabischer Frühling, wie Occupy und so weiter, also dass in diesen Versammlungen genau zum Ausdruck gekommen ist, so ein Bedürfnis nach dem Politischen. Und das ist nicht ein Bedürfnis nach Politik und nach Politik machen, so im Sinne von geil, man lässt sich wählen und macht halt, spielt dieses repräsentative Politikspiel mit, sondern dass es eben ein Bedürfnis gibt nach Versammlungen und nach dem Austauschen untereinander. Und von Murray Bookchin weiß ich, dass er das für total zentral hält und dass er das Politische eigentlich so ein bisschen wieder rehabilitieren will, ohne der Politik das Wort zu reden. Und mir scheint das total plausibel, zumal, also er bezieht sich ja da auf die griechische Polis und sagt, das ist irgendwie, ist cool. Ich weiß nicht, ich finde mal ein bisschen zwiegespalten, ob man so die Antike so verherrlichen sollte, aber erstmal erscheint es mir einleuchtend, dass er sagt, wir brauchen einen Ort, um das Politische ausleben zu können. Und gerade wenn ich an Winnie Adamczaks Buch denke, beziehungsweise Revolutionen, der sie so stark betont, dass nach der Revolution nicht die Harmonie herrschen wird. Und ja, dann denke ich, klar, es wird immer konflikthaft sein. Der Kommunismus wird nicht einfach nur eine Verwaltung von Dingen. Und dann herrscht die Harmonie. Und genau das, denke ich, ist das Politische, was immer stattfinden wird. Es ist das Konflikthafte. Und dann ist die Frage, wie dieses Konflikthafte gesellschaftlich organisiert werden kann. Also, und ich denke, ja klar, Politik abschaffen, auch indem man die Trennung aufhebt von der ökonomischen Reproduktion und dann der Verwaltung in der Politik, sodass das Politische sozusagen aufgehoben wird, eben so eine gesamtgesellschaftliche Reproduktion, aber auch einen eigenen Ausdruck erhält. Ich glaube, dass es total gute, inspirierende Beispiele gibt, zum Beispiel bei den Zapatistas, also zumindest formal, dass die ja in Assembleas das auch institutionalisiert haben,
neben den Verwaltungsstrukturen, die halt eher so rätemäßig sind. Und ich glaube, dass das was ist, was man bedenken muss, dass es diese Formen des Politischen irgendwie geben muss. Darf ich noch mehr sagen? Okay, und ich denke, also, und jetzt der Bogen zu dem Demokratiebegriff. Klar, die repräsentative Demokratie muss auf jeden Fall abgeschafft werden. Und die Frage ist ja aber irgendwie, wie in dieser Transformationsperspektive. Und ich denke, dass halt die Reproduktion, die Gesamtreproduktion der Gesellschaft, also dass auch die materielle Produktion, das Gesamtding sozusagen, wie überleben wir morgen, wie überleben wir die nächste Woche materiell, dass das natürlich anders organisiert werden muss. Und ich würde sagen, die Antwort ist genau das, worüber ihr auch in diesem Netzwerk die ganze Zeit schon redet. Es geht um Räte und Commons und um all diese Institutionen. Und ich denke, weil ihr euch so abgewendet habt von diesem Avantgarde-Begriff, da würde ich gerne mal die These aufstellen, dass ihr oder wir diese Avantgarde eigentlich de facto sind und dass wir die Rolle von dieser Avantgarde anders diskutieren müssen und ein anderes Selbstverständnis entwickeln müssen als Menschen, die in solchen Netzwerken super aktiv sind, die diese Debatten führen. Ich beschäftige mich ein bisschen mehr mit der Rätegeschichte und es ist immer wieder frappierend zu sehen, dass es Revolutionen gab, die Leute super geil bauen die krassesten Räte auf irgendwie und dann wissen sie nichts mit diesen Räten anzufangen und wie zum Beispiel in der Deutschen Revolution 1919 schreien dann nach der Nationalversammlung gleichzeitig auch ein bisschen Räte, aber dann doch wieder ein bisschen repräsentative Demokratie und ich glaube, da ist es genau wichtig, dass wir uns irgendwie vorbereiten, auch auf umwälzende Momente in dieser Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob die kommen werden, aber vielleicht kommen die. Und in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir uns alle als Personen verstehen, die eine Art Avantgarde-Rolle haben und dann in den Versammlungen, die stattfinden werden, auch gerade diese Konzepte pushen, um den Leuten, die über sowas noch nie nachgedacht haben, zu helfen, diesen anderen One Sense, so diesen anderen Alltagsverstand zu entwickeln. Aber was man, finde ich, sieht in der Geschichte, das ist mein letzter Punkt, dann höre ich auf, ist, dass man nicht allein setzen kann auf dieses ganz spontane Tabula Rasa-Ding und wir machen das spontan und die Arbeiterinnen und alle und die Nachbarschaft und so, wir organisieren uns und dann wird es richtig cool und wir gucken mal in den Tag hinein. So wird es nicht funktionieren und es wird krass konflikthaft werden und deswegen glaube ich, um zu der Polizei zu kommen, dann höre ich echt auf, wir müssen, wenn wir morgen die Polizei abschaffen, morgen trotzdem weiter mit der Polizei arbeiten und wir werden die demokratisieren müssen. Das sieht man in allen knallharten revolutionären Umwälzungen. Syrien, auch nicht nur kurdisch Syrien, sondern auch sonst. Man Revolution heißt, und es ist bitter, das als Anarchistin sich einzugestehen, Revolution heißt, am nächsten Tag sofort die Ordnung aufrechtzuerhalten. Denn sonst wird niemand bei der Revolution mitmachen. Das heißt Krieg, das heißt Abwendung von der Revolution. Und das sind Sachen, bei denen man sich die Finger super dreckig macht, aber das sind Sachen, über die wir richtig ernsthaft diskutieren müssen. Und ich finde, eure Diskussionszusammenhänge, diese Konferenz und so, das sind super wichtige Räume. Ja, cool, danke, dass ihr das macht. You are now unmuted. Ja, danke. Möchte von euch jemand direkt darauf reagieren? You are now muted. Also von mir einfach Zustimmung. Also diese historischen Räte, die nicht wussten, was sie tun, ist, finde ich, spricht eben dafür. Also sozusagen hier, selbst wir haben ja schon die Situation, dass es vor Ort mit alles was. Aus Dörfherden weiß ich, dass zum Beispiel, das wahrscheinlich einige kennen, ein Dorf, wo 120 Menschen dann zum Klimarat kamen und irgendwie auch die Leute, die sehr versiert sind, die das einberufen hatten, aber irgendwie auch gerade nicht so richtig wussten, was machen die denn. Natürlich hat das was damit zu tun, dass der Staat ganz viel blockiert, aber genau das ist, glaube ich, trotzdem eine Aufgabe, sich diese Räume eben zu erkämpfen und gleichzeitig eben auch Demokratie zu üben. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, ja, um einfach nicht immer wieder diese historischen Erfahrungen zu wiederholen. Ach so, und eine Sache noch zum Begriff Politik, weil darum ging es ja am Anfang. Im Postmarxismus ist Politik einfach alles, was nicht unveränderbar ist. Und
oder politisch ist alles, was veränderbar ist. Ich sage es jetzt mal so. Und das finde ich eine sehr hilfreiche Definition. Ja, ich wollte noch mal was sagen zu diesem, wir müssen vorbereitet sein, weil wenn es einfach nur spontan passiert, wird es scheiße. Ja, das teile ich, dann wird das scheiße. Also ich meine, dafür müssen wir uns nur diese aktuellen QuerdenkschwurblerInnen angucken, wie scheiße das wird, wenn Leute, die vorher überhaupt nicht politisch sind oder scheiße politisch sind, gemeinsam intuitiv mal für was vermeintlich Gutes auf die Straße gehen. Und ja, ich glaube auch, dass es total wertvoll ist, wenn Leute, die viel Erfahrung haben, sich in solchen Phasen, wo es quasi explodiert, dann mit ihrem Wissen einbringen und auch mit einer gewissen Vehemenz zu ihrer Erfahrung stehen. Trotzdem fände ich es total falsch, das in dem Sinne als eine Avantgarde zu betrachten, dass die Leute, die das aus einem dezidierter politischen, wieder nur in Anführungszeichen, Kontext haben, dieses Wissen, irgendwie mehr berechtigt wären, da zu sprechen oder ernster genommen zu werden als die Leute, die die gleiche Sorte Weitblick, Organisationswissen, Überblickstalent etc. aus ganz anderen Kontexten oder intuitiv haben. Und das ist, glaube ich, das, weshalb ich immer so ein bisschen Problem habe mit diesem Avantgarde-Ding, weil ein Avantgarde-Ding für mich halt irgendwie sowas von einer heimlichen Kaderschmiede im Hintergrund hat, wo irgendwie nur handverlesene Leute dazugehören. Und das kann es nun gerade nicht sein. Deswegen reagiere ich, glaube ich, so allergisch auf dieses Avantgarde-Ding, weil es für mich immer sowas Erlesenes, sowas Ausschließendes hat. Und jedenfalls meine ganz persönliche Erfahrung in dem Projekt, in dem ich gerade viel bin, ist, dass es Leute sind, von denen ich es vorher überhaupt nicht erwartet hätte, die maßgeblich Verantwortung übernehmen und ein Organisationstalent an den Tag gelegt haben, was ich ihnen nicht zugetraut hätte. So, und das ist sicherlich auch mein Fehler, dass ich das Leuten nicht zugetraut hätte, aber solche Fehler machen wir. Und es wäre falsch zu glauben, dass nur gerade wir, die wir seit Jahrzehnten nur ein paar Hanseln auf die Straße kriegen, die richtigen sind, um ein paar zigtausend Leute sinnvoll zu organisieren. Also unsere Erfahrungen da drin können und werden hoffentlich wichtig sein, aber die von vielen tausend anderen Leuten halt auch. Ja, meine Bemerkung dazu ist jetzt gerade von Almut im Chat schon gekommen. Also von Gramsci ist ja dieser Begriff organischer Intellektueller, der wirklich genau das umfasst, was Hannah gerade gesagt hat. Das können nämlich durchaus sehr unintellektuelle Menschen sozusagen im klassischen Sinne sein, aber die sozusagen Knotenpunkte sind in der Bewegung. Und wenn ich mich sozusagen als organische Intellektuelle sehen würde wollen, dann eben sozusagen, um einfach Sachen, die in der Bewegung sind, zurückzuspiegeln nochmal. Und Avantgarde hatte immer so dieses abgetrennte Vorweglaufen, also damit... Ich denke auch, das kann nur nach hinten losgehen, sozusagen. You are now unmuted. Okay, es gibt im Chat auch noch weitere Fragen, die reingeschrieben wurden schon vor längerer Zeit, aber ich würde gerne die so ein bisschen hinten anstellen, die bisher da sind. Und erstmal nochmal doch selber was fragen zu euren Inputs jeweils, bevor wir davon so ganz abkommen. Und zwar, Friede, hast du gesagt, wir müssen auf den Staat einwirken, aber eben nicht ihn als Adressat sehen, sondern auf ihn einwirken über eine Veränderung des Alltagsverstands. Könntest du versuchen, das kurz an einem Beispiel durchzuexerzieren, was das bedeuten könnte und wie quasi so ein Bezug auf den Staat aussehen könnte? Ja, ich glaube, ich kann es ganz kurz machen. Das heißt nicht, als Bewegung versuchen wir, mit PolitikerInnen reden zu dürfen, sondern PolitikerInnen in die Situation zu bringen, dass sie mit uns reden wollen. Nicht sehr erhält. Also so viel Druck aufzubauen, jetzt, dass ich, dass eben wirklich die auf einzugehen müssen. Weil ansonsten wirst du sowieso nichts erreichen, weil die so in ihren Strukturen noch drinstecken, dass sie da nicht mal eben was ganz anderes machen werden, sondern erst wenn so viel Kraft da ist, dass die Strukturen so irgendwie erschüttert sind, wahrscheinlich am ehesten durch eine Veränderung des Alltagsverstandes, dann hast du eine Chance, dass sich da irgendwas wirklich öffnet. You are now unmuted. Und wenn sie dann mit uns reden wollen, reden wir dann auch mit ihnen?
Angst. Also ich würde nach meinen letzten Erfahrungen in Flensburg nicht mehr mit denen reden, weil ich das Gefühl habe, dass ich das, was ich vorher schon wusste, jetzt auch wieder gelernt habe, dass der einzige Sinn und Unsinn davon, mit PolitikerInnen zu reden, wäre, sie vorzuführen. Also das ergibt nur Sinn, wenn wir entweder Mikrofone mit reinschmuggeln oder das sowieso vor laufenden Kameras passiert. Alles andere ist die Zeit nicht wert, den der Weg ins Rathaus und zurück uns kostet. Ist meine aktuelle Erfahrung und mein Plädoyer dazu. Aber ja, wenn das in irgendeiner Form eine Öffentlichkeit hat, dann sehe ich darin auch einen Sinn, möglicherweise aber weniger einen, der darin liegt, ein Gegenüber zu überzeugen, sondern wiederum Dritte davon zu überzeugen, wie Politik funktioniert oder eben nicht funktioniert und in welchen Zwängen PolitikerInnen da möglicherweise auch stecken, weil ja auch das Offenlegen dieser Zwänge bei Leuten, die Erkenntnis wecken kann, dass das System als solches ein Problem ist. Jedenfalls wäre das immer meine Hoffnung, dass je mehr ich PolitikerInnen dazu kriege, selber einzugestehen, dass sie die Handlungsmacht gar nicht haben, die Leute ihnen zuschreiben, dass Leute dann umso mehr diese Handlungsmacht irgendwie suchen oder selbst einfordern oder einsehen, dass sie selber irgendwas tun müssen. Also vielleicht würde ich mich doch auch korrigieren, und zwar einfach deshalb, weil es ja eine bekannte Tatsache ist, dass eben auch Menschen, die mit Menschen in Machtpositionen reden, sich verändern. Wahrscheinlich gibt es eigentlich gar nicht so viel Notwendigkeit, sozusagen, dass da einzelne Personen reden, sondern die Sachen sind ja klar. Und deshalb reicht es, PolitikerInnen so unter Druck zu setzen. Okay, dann habe ich noch eine und vielleicht noch eine Frage und dann würde ich noch mehr Sachen aus dem Chat aufnehmen. Hanna, du hast das so schön gesagt, dass vielleicht so die einzige Differenz zwischen euch jetzt bis auf das mit dem Demokratiebegriff ist, dass Friede eher die Konstruktion betont und du eher das Kaputtmachen. Und da würde ich jetzt auch noch mal nachfragen wollen, vielleicht an dich, Hanna, die Frage, wie sieht das Kaputtmachen aus? Wie machen wir den Staat kaputt? Also irgendwie heute Morgen in dem Workshop zu Johannes Anjoli hat einer der Referenten gesagt, und ich weiß nicht, ob er selber gesagt hat oder das ein Zitat war, der Staat ist ein Verhältnis und ein Verhältnis kann man nicht erschießen. Die Frage ist dann, wie zerschlagen wir dieses Verhältnis? Und genau, in Bezug dann auf die Konstruktion vielleicht an Friede, wie konstruieren wir etwas anderes als den Staat? Und da würde ich dann noch mal anknüpfen an die Frage gerade eben, wo du mich dann direkt berichtigt hast, dass ich dich falsch wiedergegeben habe in Bezug auf das Beispiel, was du genannt hattest von Simons Vortrag. Also was machen wir zum Beispiel dann in der herrschaftsfreien Gesellschaft, wenn irgendwo fossile Energien abgebaut werden? Und da war Simons Vorschlag so, dann kann es soziale Bewegungen geben, die sich da widersetzen. Und da hattest du ja schon kritisiert, dass das in Richtung Rackets gehen könnte. Und da wäre die Frage, was tritt dann anstelle dessen? Also anstelle von Staat und anstelle von Rackets. Genau, das vielleicht als jeweils zwei Fragen an euch. Also ich glaube, natürlich kann ich nicht den Staat kaputt machen, aber wenn ich mir irgendwie so militante Geschichte angucke, dann gibt es schon Dinge, die sehr staatsnah und sehr staatstragend waren, die kaputt gemacht wurden. Also wenn man an einen gesprengten Neubau von einem Abschiebeknast denkt zum Beispiel, ist, glaube ich, ziemlich klar, dass das sowohl das System der Abschiebung als auch den Staat trifft. Das schafft ihn nicht ab, keine Frage. Aber als einen Baustein einer Gesamtbewegung, die sich zum Beispiel mit dem Thema Abschiebungen oder Grenzen oder Migration insgesamt beschäftigt, erscheint mir das ein schlüssiger Bestandteil, solche Dinge irgendwie auch mitzudenken als Option. Und ich glaube, das kann einer Bewegung einfach unglaublich den Rücken stärken. Das müssen auch nicht immer so prominente Beispiele sein. Also wenn ich da zum Beispiel an diese
Black Lives Matter Bewegung oder das, was irgendwann dann so genannt wurde, jedenfalls denke, dann gibt es ja einige Städte, wo die Proteste, soweit ich das jedenfalls weiß, angefangen haben mit so Sachen wie einfach wütend durch die Stadt ziehen und eine Scherbendemo machen. Also deutsche Linksradikale würden das Scherbendemo nennen. Wahrscheinlich haben die Leute da das nicht Scherbendemo genannt. Und ich muss das nicht besonders schlau finden, von irgendeinem kleinen Einzelhändler irgendeine Scheibe einzuschmeißen. Trotzdem sind die Schilderungen, so wie ich sie kenne, dass das halt so viel Kraft gegeben hat, dass die Leute dann fanden, ey geil, wir können zusammen ja was reißen, lass uns zusammensetzen, lass uns zusammen organisieren und lass uns dann gemeinsam andere Dinge auf die Beine stellen. Und dass zum Beispiel diese fetten Highway-Blockaden nicht denkbar gewesen wären, ohne dieses rückenstärkende gemeinsame Erfolgserlebnis von vorher was kaputt gemacht zu haben. Weil ich glaube, dass einfach diese Kraft von Kaputtmachen auch unterschätzt wird. Also, dass es einfach wirklich gut tun kann, zu sehen, dass es möglich ist, was zu machen, was nicht vorhergesehen ist. Weil sich das einfach als eine ja klare Grenzüberschreitung irgendwie so sehr abhebt von unserem sonstigen Alltag, dass es einfach ein Gefühl von eigener Wirkmächtigkeit geben kann. Selbst wenn das bezogen auf die einzelne Schaufensterscheibe natürlich irgendwie eine Illusion ist, es ist trotzdem einfach ein kollektiver Akt von Ausbruch. Und ich glaube, das sollten wir immer auch irgendwie seinen Raum haben lassen. Also ich will das auch überhaupt nicht überhöhen. Ich habe gar keinen Bock auf so einen Militanzfetisch, aber trotzdem glaube ich, hat das seinen Platz verdient. Und was ich insgesamt in dieser Abwägung zwischen Kaputt und Aufbau noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass meiner Ansicht nach diese neuen Projekte, die wir aufbauen, immer wehrhaft sein müssen. Aber ich glaube, da bin ich mir gar nicht uneinig mit Friederike. Also ich finde da diesen Begriff der Halbinseln gegen den Strom total schön. Also ich finde, der ist total passend, weil es eben nicht unsere kleinen heilen Utopiewelten sind, wo wir uns nur miteinander beschäftigen, sondern wo wir auch in die Auseinandersetzungen nach draußen gehen. Und diese Auseinandersetzungen sind halt auch, uns dagegen zu wehren, kaputtgeschlagen zu werden. Und das, glaube ich, ist trotzdem immer ein wichtiger Punkt bei dem Aufbau von Alternativen, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass sowohl die Gefahr eines Angriffs von außen, wenn wir als Struktur zu gefährlich werden, besteht, als auch die Gefahr der Vereinnahmung, was ja häufig so weggewischt wird mit nein, nein, uns passiert das nicht, und glaube ich viel mehr diskutiert werden müsste, wie sehr eigentlich auch mal widerständig gedachte Projekte eben doch vom Kapitalismus wieder einverleibt und zu was Vermarktbarem gemacht wurden. Ich hoffe, es war klar, von wo nach wo nach wo ich gesprungen bin. Kann mir das auch passieren. Also bei mir kommt es schon ein bisschen wie Militanz-Hype an, wenn ich ehrlich bin. Ich stimme dir zu, dass es Unvorhersagbares das ist, was den Alltagsverstand ziemlich, also nicht ziemlich, aber ein bisschen verschieben kann. Das ist auch beispielsweise bei Tanjo Müllers Dissertation sozusagen das Hauptthema, aber er sagt dann eben auch, wenn alle schon erwarten, dass jetzt Schaufensterscheiben eingeschmissen werden, dann verschiebt sich da gar nichts mehr. Insofern würde ich mir auch den gesprengten Abschiebeknast so sehen. Das war einfach eine Aktion, die wirklich ungewöhnlich war und die, glaube ich, Sympathien erweckt hat, gerade auch bei der sozusagen mit der starken Unterscheidung zwischen gewaltfrei und Sachbeschädigung, die sozusagen praktiziert wurde dabei. Mit den kleinen Geschäften sehe ich es wirklich sehr anders. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass diversen Gipfel-Events oder anderen, also da habe ich es am ehesten mitgekriegt, halt ganz klar schwarz gekleidete Polizisten genau sowas gemacht haben, nämlich kleine Geschäfte einschmeißen und kleine Autos anzünden, um eben den Alltagsverstand gegen Aktivistinnen aufzubringen. Und gerade im deutschen Kontext, also im italienischen, ist das eigentlich auch völlig gang und gäbe, dass man das macht. Das macht ja nicht so einen Unterschied, aber im Deutschen ist es eben was, was den Alltagsverstand eher gegen einen aufbringt, und deshalb halte ich es für dumm. Und ich finde es auch sozusagen von der Message, die damit verbunden ist, völlig plemplem, weil kleine Geschäfte trifft kleine Geschäfts,
InhaberInnen und was soll das? So. Und auch analytisch, auch wenn ich damit mich jetzt nicht super beschäftigt habe, aber ich meine, wie wir alle wissen, auch selbst aus dem deutschen Kontext und natürlich noch viel mehr für die USA, wirklich wie viel antirassistische Bildungsarbeit und Bücher und was weiß ich, auch alles passiert ist und ich in den Jahren und Jahrzehnten vor Black Lives Matter und ich würde auch sagen, das war das entscheidende Moment und die Aufstände waren dann so oder so einfach praktisch das Zäsurmoment tatsächlich, was diesen Umkipppunkt gebracht hat, dass diese Arbeit Früchte getragen hat. Also da sehe ich wirklich so ein ganz typisches Beispiel für, wie es auf Fukushima für Atomkraft war oder so sozusagen. Es ist ein jahrzehntelanger Kampf um den Alltagsverstand, aber scheint irgendwie kommt immer nicht voran oder schien bei Atomkraft fast verloren und dann passiert irgendwas und plötzlich ist der Alltagsverstand deutlich verschoben. Das ist eigentlich wie soziale Bewegung funktioniert und das ist auch das, was mir eigentlich für das, worüber wir heute reden, nämlich die Ökonomie Hoffnung macht, weil ich schon glaube, dass sich da sehr viel tut und dass es da auch einen Schub geben könnte im Kontext von was finden wir normal an Profitlogik und was finden Menschen aber vielleicht auch schön an Care-Logik oder solidarischen Logiken. Genau, also für mich ist eben das Aufbauen anderer Logiken das Entscheidende, Räume anderer Selbstverständlichkeiten, du hattest eben diesen Ausdruck von mir, Halbinseln gegen den Strom, was eben für mich ein Ausdruck an Räume anderer Selbstverständlichkeiten ist und Halbinseln heißt eben auch, erstens, wir wollen das nicht abschließen, wir können das nicht abschließen, aber eben es ist auch wichtig, eben diese anderen Logiken in die Gesellschaft zu bringen, aber so, also eben, bleibe ich nochmal beim Beispiel Atomkraft, das war dann eben nicht nur die jahrelange Agitation oder Demonstrationen, die dazu geführt haben, dass es möglich war, dass es abgeschafft wurde, sondern eben doch in den 70er Jahren Leute angefangen haben, sich kleine Windräder in den Garten zu stellen und daran rumzubasteln und eben sozusagen die Alternative auch zu materialisieren. Und da ist eben noch viel zu tun, wenn es darum geht, den Markt abzuschaffen oder den Staat abzuschaffen. Anders als beim Abschiebeknast, den kann man natürlich einfach sich wegdenken und gut ist. Ja, und ja, aber das ist. You are now unmuted. Von Almut gibt es nochmal eine Frage oder Anmerkung. Ja, ich stimme Friederike zu und Hanna, ich finde eigentlich, also die Verteidigung von so Spontis, in denen was zerstört wird, also ich habe da nichts dagegen und ich würde mich niemals entsolidarisieren von Leuten, die sowas machen. Das ist mir und ist eine schöne Sache irgendwie, aber ich muss sagen, ich finde, das ist ein Politizismus, wenn man das als eine politische Aktion begreifen will oder als eine transformative Aktion begreifen will. Ich glaube, das ist es nicht. Und ich glaube, man macht sich dann Illusionen darüber, was eine Transformation oder eine Revolution eigentlich ist. Und ich glaube nicht, dass eine Revolution in erster Linie was ist, wo das Glitzerkatapult rausgeholt wird und alle haben Spaß, weil die Scheiben klirren. Das passiert vielleicht auch, aber das ist nicht in erster Linie eine Revolution und eine Transformation, sondern entscheidend an, seien es jetzt eher bruchhafte Revolutionen oder eben Transformationen, man kann sich ja irgendwie nicht aussuchen, wie es irgendwie passieren oder wie wir die Gesellschaft umgestalten wollen, entscheidend ist, dass andere Strukturen aufgebaut werden müssen. Morgen früh muss ich dazu in der Lage sein, meine Kinder zu ernähren. Die Struktur muss sozusagen laufen. Das, was der Staat und der Markt jetzt gerade, in Klammern total beschissen, regelt, muss allermindestens morgen oder ich meine, für ein paar Wochen kann das auch mal schlecht funktionieren, aber dann muss sozusagen die Ordnung her. Und diesen Punkt will ich nochmal stark machen. Und deswegen können wir uns überhaupt nicht lange damit beschäftigen, eine Scherbendemo zu machen oder irgendwie das Glitzer zu verstreuen, sondern wir müssen, also die Revolution wird eine scheiß Drecksarbeit. Das heißt, dass ich in meinem Mietshaus und in meiner Straße mich mit den absoluten Spießern werde zusammensetzen müssen und mit denen zusammen darüber reden muss, wie wir hier unser Leben halt
auf eine andere Art und Weise organisieren, als es jetzt der Fall ist. Und das wird richtig ätzend, weil die haben erstmal überhaupt keinen One Senso, der mir irgendwie gefällt. Also zumindest viele Leute nicht. Viele Leute aber auch schon. Und meistens sind die Leute mega widersprüchlich. Ja, das ist mein ganz zentraler Punkt. Das Entscheidende ist, wenn wir was anderes wollen als diese Kackgesellschaft und als diesen Kackstaat und als den Scheißkapitalismus, dann müssen wir uns daran machen, auch schon im Hier und Jetzt möglichst andere Strukturen einzuüben. Und ich würde mir von Friederike wünschen, Friederike, dass du das irgendwie nochmal stärker machst zu dem Punkt, das hatte ich irgendwie so ein bisschen bei dir das Gefühl, dass du dich so ein bisschen darauf verlässt, dass so diese Commons-Logik schon als Keimform jetzt gerade angelegt ist in der Gesellschaft und dass wir darauf setzen können, dass sich das auch so ein bisschen entwickelt. Und ich, also wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie, ich will überhaupt keinen Pappkameraden aufbauen, vielleicht könntest du das einfach nochmal stärker pointieren. Ich denke, dass es halt auch nicht nur was ist, was im Produktionsbereich ist, sondern auch im Nachbarschaft, also vor allem im nachbarschaftlichen Bereich. Das ist ja auch das, wie die Zapatistas und wie die sich in Rojava organisieren. Die Straße, die Nachbarschaft, das Viertel und so weiter muss organisiert werden. Und da müssen wir uns morgen alle, wenn wir nicht in einem Hausprojekt, in einer geil selbstverwalteten Straße wohnen, sozusagen morgen anfangen hinzusetzen, uns mit unseren blöden Nachbarinnen, die wir alle nicht mögen, uns irgendwie doch mit denen zu verständigen am Ende, wie unser Leben ablaufen wird. Wollte was zu sagen. vielleicht ein bisschen enttäuschend. Also ich glaube, wir können nicht drauf setzen, aber wir können drauf hoffen. Und wir können natürlich mittun, das aufzubauen. Und wie gesagt, also ich denke, es ist eigentlich alternativlos. Ich sehe es aber nicht als das Einzige, was wir tun, sondern also auch wenn ich absolut zustimme, dass alles, was wir tun, politisch ist, finde ich es im Augenblick schon auch, also ich bin auch vernetzt mit einer unbelauschten Vernetzung hier, also als Now, wo es darum geht, dass es demnächst eine Kampagne geben wird, wo es natürlich um materielle Grundgeborgenheit und anders Care und also sozusagen so Forderungen von das und das steht jetzt wirklich an, eben massiv auch in die Gesellschaft getragen wird nochmal. Und ich denke, das ist eine Ebene, die wir jetzt nicht ganz vernachlässigen sollten. Aber ja, ansonsten finde ich es also wichtig, Commons aufzubauen und wie hoffnungsvoll ich da mal bin, lasse ich jetzt mal irgendwie beiseite. Da haben wir es mit Gramsci vielleicht, mehr die Hoffnung des Herzens und der Verstand ist manchmal nicht ganz so hoffnungsvoll. Aber das Schöne ist ja, dass es eh Spaß macht, insofern ein gutes Leben verspricht. So, insofern ist es ja, gibt es ja keinen Grund, es nicht zu tun. Nur ganz kurz, Almut, vielleicht könntest du noch den Begriff des Politizismus noch mal ein Wort dazu sagen oder irgendjemand, das gab es nur eigentlich an. Also, ja, Frage. Vielleicht kann ich den gar nicht richtig definieren. Das, was ich damit meinte, ist sozusagen eine Überhöhung der Politik und ein Gefangensein eigentlich in dieser Form Politik. Ich bin froh, wenn es jemand besser erklärt, meinen Fremdwortgebrauch. Danke. You are now unmuted. Okay, es gibt ein paar noch zwei Meldungen, aber ich würde, glaube ich, jetzt mal eine Frage aus dem Chat aufgreifen, die schon sehr lange da drin steht, von Moses nämlich, der die Klimathematik eingebracht hat und fragt, wie gehen wir damit um, dass wir so wenig Zeit haben
Und was ist die Rolle von Staatskritik und Antistaatlichkeit angesichts der Klimakrise? Welche Praktiken weisen nach vorn? Habt ihr da Hinweise, wo der herrschaftsfreie Königsweg zu finden wäre? You are now muted. Naja, also für mich klingt die Frage sehr doll nach Extinction Rebellion, weil das auf jeden Fall einer meiner zentralen Kritikpunkte an Extinction Rebellion ist, dass über dieses wie ich finde, krasse Überbetonen von Horrorvisionen, die natürlich überhaupt nicht unrealistisch sind, die ich trotzdem nicht sinnvoll finde, dauernd so stark zu betonen, quasi Tür und Tor geöffnet wird für jede Forderung nach einer Ökodiktatur, die man sich nur wünschen kann als autokratische Person. Und mein Eindruck ist, dass es sich lohnt, diese Debatten zu führen. Also ich hatte auf jeden Fall in so Kontexten von XR und den Fridays for Future schon viele Diskussionen, die genau das beinhaltet haben, dass es nicht sein darf, das gegeneinander auszuspielen und dass eine Ökodiktatur nun wahrlich nicht das Ziel sein kann. Aber ich habe da keine befriedigende Antwort drauf. Natürlich nicht, wie auch. Also so ein bisschen desillusioniert gesprochen, wird dieser Planet halt irgendwie in der Sonne verglühen und wann und ob es dann irgendwie welche Spezies noch gibt, ist absolut betrachtet halt sowieso auch alles vollkommen belanglos. Und mit der Art von Belanglosigkeit bin ich dann wieder bei Friederike zu sagen, was wäre denn die Alternative zum Kämpfen? Gibt's halt keine. So, und natürlich ist es auch für uns egoistisch das Beste, sich ein schönes Leben aufzubauen und das gemeinsam zu machen und das möglichst weit so zu leben, wie wir uns das halt vorstellen, dass es sinnvoller wäre als das, was uns gerade umgibt. Deswegen ist die Frage nach den Erfolgschancen auf einer gewissen Ebene, so absurd es klingt, vielleicht halt auch gar nicht die relevante. Also ein bisschen hatte ich ja gerade was dazu gesagt. Also ich finde es sehr sinnvoll, sich bewusst zu machen, welche Schritte gerade anstehen und auch total im Raum stehen. Ich glaube tatsächlich auch, was einen relativ breiten Alltagsverstand angeht. Und da gehört natürlich, gerade hatte ich materielle Grundgeborgenheit und Care genannt, da gehört natürlich das Falsche lassen und das Neue tun dazu. Also raus aus den Fossilen, Fliegen ganz stark reduzieren, etc. und rein in die erneuerbaren, radikale Verkehrswende und das in der Vernetzung von ganz unterschiedlichen, also von allen Bewegungen, die sich da emanzipatorisch hinterstellen können, stark zu machen. Und das eben auch, wie ich das vorhin auch sagte, also sozusagen das so in die Gesellschaft zu tragen, dass der Alltagsverstand es fordert und der Staat es dann tun muss. Das wäre der Weg. Da würde ich, glaube ich, jetzt nochmal einhaken, bevor ich noch die beiden anderen Meldungen aus dem Chat reinnehme und an euch beide nochmal kritisch nachfragen. Einmal an Hanna, ist es nicht, also diese Haltung, ja, der Planet wird eh verglühen und da, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, so ein bisschen so eine, ja, wahrscheinlich wird es eh scheiße und wenn dann, also so für, wir versuchen es wenigstens irgendwie zu kämpfen und so weiter, aber ist es nicht, gerade für, also gerade vielleicht aus so einer Perspektive aus dem globalen Norden auch sehr leicht, sich so einem Defätismus irgendwie hinzugeben und zu sagen, ja, das geht eh vor die Hunde. Und ist es nicht so, dass die Klimakrise, also für Menschen, die halt in Regionen leben, die stärker noch von der Klimakrise betroffen ist, ist da nicht viel dringender, Lösungen zu finden, selbst wenn die vielleicht nicht perfekt sind. Also selbst wenn das, jetzt mal polemisch gesagt, selbst wenn es eine globale Ökodiktatur wäre, die wenigstens diese Lebensgrundlagen erhält, wäre das dann nicht besser, als diese Lebensgrundlagen werden zerstört? Also Position teile ich nicht, aber, oder ich glaube, es ist eine falsche Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
Ich verstehe, auf welche Provokation du hinaus willst. Also, da ich die Einstellung von Friederike da teile, dass es an uns ist, den Druck so zu erhöhen, dass die Politik am Ende genötigt ist, zu reagieren, macht es im Grunde keinen Unterschied, weil ich natürlich trotzdem das Kohlekraftwerk vor meiner Haustür besetze. Nur, dass ich es nicht mache, um zu fordern, dass es eine Ökodiktatur gibt, sondern um es halt so doll lahmzulegen, dass irgendwann der Druck so hoch ist, dass wer auch immer, in dem Fall die Stadtwerke, einknicken und sagen, upsi, geht wohl doch nicht mehr, wir lassen es sein. Das werde ich aber bestimmt nicht verbinden mit einer Forderung nach einer Ökodiktatur, weil ich damit viel zu vielen anderen Kämpfen in den Rücken falle. Ich tue ja trotzdem in dem Detailkampf Klima mein Möglichstes. Also, ne, was auch immer mein Möglichstes dann ist. Und ansonsten finde ich, hat der Chat diese Frage unglaublich gut beantwortet mit diesem schönen Gefängnishefte-Zitat. Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens, das ist einfach wirklich schön. Danke dafür. Ja, zum globalen Süden. Ich habe ja jahrelang bei People's Global Action mitgewirkt, wo eben sehr viele sehr marginalisierte Bewegungen aus dem globalen Süden vernetzt waren. Und einer der 5 Grundsätze war kein Lobbyismus, also keine Appellation. Keine Reproduktion von Machtverhältnissen, dadurch, dass wir eben an Mächtige appellieren, sondern der Aufruf zu direkten Aktionen, was eben im deutschen Kontext ja oft ein bisschen missverstanden wird, auch in so einem militanten Sinne, sondern eben David Graeber hat das sehr schön, der auch ein bisschen dabei war am Schluss, sehr schön definiert in seinem gleichnamigen Buch. Es geht eben darum, das jetzt zu tun, was wir für richtig halten mit direkter Aktion. Aber klar, also es gab ja auch viele Protestformen wie Pink Silver und anderes in der Globalisierungsbewegung, was die gekennzeichnet hat. Aber im Grunde ist es eben dieselbe Strategie. Und wie gesagt, also das ist jetzt von den Bewegungen aus dem globalen Süden ganz bestimmt nicht so gesehen worden, dass man da irgendwelche Mächtigen sich wenden sollte, dass die das dann für einen durchsetzen in dem Sinne. Ja, danke. Die andere kritische Frage, die ich noch damit verbinden wollte, war, also wenn die Perspektive ist, durch direkte Aktionen und so weiter Druck zu machen, damit die Politik dann doch handelt, glaubt ihr, dass das im Kapitalismus unter Bedingungen der Standortkonkurrenz gehen kann, so viel Druck aufzubauen, dass die Regierung auch gegen, also ja in einem sehr umfangreichen Sinne gegen die Kapitalinteressen regulieren müssten? Oder braucht es dann nicht doch irgendwie dann die Perspektive der Aufhebung des Kapitalismus? Und da ist dann die Frage, wie schnell geht das? Na, ich glaube, ein relevanter Faktor in der Debatte ist, von was reden wir konkret? Weil wenn ich da jetzt zum Beispiel Erfahrungen aus dem Anti-Atom-Bereich nehme, der Bau von einem neuen AKW wird immer so mit ungefähr 6 Jahren veranschlagt und dauert dann mindestens 15 bis 30. Wenn ich den konkreten Bau von einem AKW verhindere, dann habe ich tatsächlich auch 30 Jahre lang einen AKW verhindert. Und bis dahin sehen vielleicht auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen schon wieder ganz anders aus. Dann habe ich einen anderen Uranpreis, einen anderen Ölpreis, andere so. Das heißt, es kann jedenfalls, solange wir weiter kapitalistische Rahmenbedingungen haben, durchaus auch kapitalistisch Sinn ergeben, Dinge kurzzeitig zu verhindern, weil sich dann die Rahmenbedingungen so geändert haben, dass es sich nicht mehr lohnt. Und dann hauen wir halt dann auf das drauf, was sich dann gerade lohnt. Also das wäre im Bereich Energie wahrscheinlich gerade LNG, also dass man da mehr zum Thema Flüssiggas arbeitet, um da dafür zu sorgen, dass es sich nicht lohnt, um von Anfang an zu verhindern, dass für die nächsten Jahrzehnte da Weichen gestellt und Tatsachen geschaffen werden. Von daher glaube ich, es gibt schon Teilbereichskämpfe, in denen es nicht so ist, dass das, was wir hier verhindern, schlicht woanders passiert. Aber es gibt schon auch Bereiche, wo ich das so sehen würde, dass das leider das ist, was wir beobachten. Und natürlich muss das immer verknüpft sein mit einer Forderung danach, dass das Uran im Boden bleiben muss, dass die Kohle im Boden bleiben muss und dass es nicht darum zu gehen hat, dass das nicht nur hier nicht verfeuert wird. Keine Frage.
appellierst du noch ein bisschen an den Pessimismus meines Verstandes. Also Lenin hat ja irgendwie auch direkt vor der Revolution von 1917 noch gesagt, es wird noch viele Jahre der Repression geben. Offensichtlich ist es, das zeigen ja fast alle historischen Ereignisse direkt vorher und sogar mitten, also sogar häufig, wenn es aus historischer Perspektive schon angefangen hat, den Leuten immer noch nicht bewusst, dass sie in einem solchen starken Umsturz sind, auch nicht bei Revolutionen. Insofern denke ich, sollten wir schon auch immer im Kopf haben, dass es sehr schnell passieren kann. Das Wahrscheinlichste wäre jetzt wahrscheinlich gerade die Inflation, die durch diverse Sachen bisher gestoppt wurde, trotz wahnsinnigen Geldmengen, aber jetzt kommen nochmal so wahnsinnige Geldmengen, führt eben doch irgendwie dazu, dass das mit dem Geld alles nicht mehr so greift und der Staat verliert an Handlungsmacht und so. Ich muss sagen, das ist immer noch nichts, worauf ich mich freue. Früher habe ich das öfter mal gesagt, also wenn man mich morgens weckt und sagt, jetzt ist der Kapitalismus zusammengebrochen, bin ich noch nicht vollkommen begeistert, sondern erstmal ein bisschen geschockt, weil wir eben diese Alternative nicht haben. Also das Schönste, glaube ich, wäre zu sagen, es gibt mehrere kleinere Zäsuren. Wir haben jetzt ja gerade eine und wir müssen wirklich versuchen, in diesen Zäsuren sozusagen Alltagsverstand aufreißen, verändern und Alternativen aufbauen, das maximal zu nutzen, weil das wäre das Optimalste sozusagen, so Eruptionen, die halt irgendwie sukzessive die Strukturen abbauen, weil an den ganz glatten Übergang glaube ich leider nicht und an den ganz großen will ich aber auch nicht unbedingt glauben müssen und da halte ich eben aus den vielen Gründen, die wir schon genannt haben, nicht für so sehr vielversprechend, dass wir das wirklich hinkriegen. Also so, aber ich meine, das wird die Geschichte zeigen, das werden wir nicht wirklich planen können, sondern wir können eben nur planen, indem wir möglichst viel andere, also Commons aufbauen, in jeder Hinsicht. Okay, dann würde ich jetzt mal wieder Meldungen aus dem Chat aufnehmen, und zwar von Indigo und danach von Jonathan. You are now muted. Genau, ich dachte, ich versuche mal wieder ein bisschen den Bogen zu dem Thema von dem Podium zu schlagen, und zwar, was ist die Rolle vom Staat in der Transformation? Und ich fand es eigentlich spannend, dass ihr euch zwar Nuancen anders, aber eigentlich doch ganz ähnlich auf den Staat bezogen habt, nämlich, dass der Sachen umsetzen soll. Entweder weil wir mit dem reden oder weil wir nicht mit dem reden, weil wir genug Druck aufbauen, aber auf jeden Fall ist der Staat irgendwie der handelnde Akteur, der dann Sachen letztendlich umsetzt. Obwohl ihr euch auch beide einig wart, dass sozusagen der Staat abgeschafft gehört und kein Teil der befreiten Gesellschaft sein kann. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz schön krasses Dilemma ist, dass alle Politik, die jetzt gerade Verbesserungen schaffen will, wie ein RKW abschalten oder einen Wald durch eine Besetzung erhalten oder whatever, ist irgendwie auf den Staat angewiesen, dass der Staat das aufgreift, weil wir ihn dazu zwingen. Und gleichzeitig machen wir damit den Staat zum handelnden Akteur. Also wir machen irgendwie Druck und der Staat setzt es dann um. Und ich frage mich, wie das dann aufgehoben wird in einer tatsächlichen Transformation oder wie dann auf einmal der Staat, der dadurch ja eher gestärkt wird oder so, oder auf jeden Fall bestätigt wird die ganze Zeit, sich dann auf einmal abschafft, um Befreiung Raum zu geben. Und genau, ob das so eine vielversprechende Strategie ist oder ob es bei Friederike, bei dir hatte ich eher rausgehört, dass es darum geht, dem Staat Raum für Freiräume abzudrängen oder so. Genau, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie immer noch ziemlich unbestimmt. Also irgendwie wollen wir den Staat dazu zwingen, was zu machen, und irgendwie wollen wir ihn aber auch abschaffen. Und ich frage mich, ob wir das vielleicht schaffen, noch ein bisschen näher zu bestimmen. Naja, wer macht du erst dran? Also ich glaube, dass ich so konkret den Staat als Gegenüber im Kopf hatte, ist der Situation die letzten Monate hier in Flensburg geschuldet, weil ich glaube, mein konkretes Gegenüber, jedenfalls in so direkten Aktionen im Sinne von Blockaden, Besetzungen etc., ist sehr häufig auch nicht der Staat. Also wenn man sich die
Waldbesetzungsbewegung der letzten Monate, Jahre in Deutschland anguckt, dann ist das Gegenüber häufig auch überhaupt nicht der Staat. Dann ist das Gegenüber RWE und dann vielleicht irgendwie mittelbar der Staat. Oder es ist eine Süßigkeitenfabrik. Also ich meine, eine der Waldbesetzungen der letzten Monate war gegen Stork. So. Und es gab eine ganze Menge Proteste gegen Ferrero. Also da gibt es schon auch nochmal ganz andere AkteurInnen, die durch Druck gezwungen werden können, ihr Verhalten zu ändern. Und tatsächlich ist auch in meiner persönlichen aktivistischen Vergangenheit sind einige der Sachen, die so greifbare, wenn auch überschaubare, aber greifbare Erfolge waren, sind Kampagnen, die sich ganz gezielt gegen in dem Fall Zellstoffkonzerne gerichtet haben, wo es darum ging, Indigenen ihr Land zurückzugeben, auf dem halt gerade irgendwelche Monokulturen für Klopapier standen. Und das hat funktioniert über eine Mischung aus öffentlichem Druck hier und öffentlichem Druck in Brasilien oder wo auch immer in dem Fall halt die Plantagen stehen. Und da war der Staat erstmal überhaupt gar kein Player. Also für meine Art von Politik ist der Staat dann ein Player, wenn er Teil des Teilbereichskampfes ist. Und wenn wir gegen eine Autobahn kämpfen, dann wird die halt vom Staat gebaut. Also da komme ich halt nicht gegen an, dann auch mich mit dem Staat als Gegenüber anzulegen. Und wenn ich eine Fläche besetze, für die gerade irgendwie städtische Gremien die Baugenehmigung erteilen, dann ist der Druck naheliegenderweise bei der Stadt und den Baugenehmigungen und der Baubehörde, der Forstbehörde, wem auch immer. Das ist aber quasi, glaube ich, der Sache geschuldet und nicht, das ist kein absolutes Prinzip direkter Aktion, dass sie immer quasi will, dass der Staat was tut, sondern es geht meiner Einschätzung nach eher da um den konkreten Konflikt. Trotzdem sehe ich das Dilemma und das Problem daran, aber diese direkte Aktion ist ja auch nicht der Aufbau von was Neuem, sondern ist ja nun gerade das Draufhauen auf das, was halt scheiße läuft. Da werden wir nicht drum rumkommen, auch ganz häufig auf Dinge draufzuhauen, die halt, wo der Staat mitmischt und dann natürlich der Staat auch als Akteur mit zu tun hat. Ja, mir fällt auch ein gutes Beispiel ein. Der Klimaplan von unten, an dessen Existenz du ja nicht gerade unschuldig bist. Und wo wir zusammen waren, also sozusagen einen Klimaplan von unten zu erstellen und zu versuchen, damit Druck aufzubauen und gleichzeitig Klima, also sozusagen eben auch da nicht nur die Ebene mit der, also sozusagen die Handlungsebene für den Staat drin zu haben, sondern auch die Handlungsebene für die Bewegung drin zu haben. In Bezug auf den Staat war dann eben auch ein Problem, dass dann German Zero praktisch den Platz eingenommen hat, weil German Zero eben ganz andere Ressourcen zur Verfügung hat und natürlich auch, weil es ganz anders an den Alltagsverstand anschließen kann, weil es nämlich viel weniger radikal war und wir das nicht so konnten. Und sozusagen mit den Bemühungen, Klimaräte aufzubauen, also einerseits kam natürlich auch Corona dazwischen, aber wir sind, glaube ich, schon, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich weniger gewesen, den Staat als Akteur da irgendwie unter Druck bringen zu wollen, sondern tatsächlich diese Ebene, dass wir vielleicht in Zukunft wirklich da stärker darauf hinwirken müssen, diese Räume zu öffnen, wo zum Beispiel Klimaräte aktiv werden könnten, wo Care-Räte aktiv werden könnten, wo in Nachbarschaften Selbstbestimmung gelebt werden kann, weil irgendwie hakt es eben doch sehr stark daran, dass wir das schaffen, umzusetzen. Und wenn wir das schaffen würden, besser umzusetzen, dann haben wir auch wieder in Bezug auf Alltagsverstand und Druck auf den Staat mehr Möglichkeiten. Also ich sehe, glaube ich, sozusagen den Staat als Akteur da anzusprechen, das sehe ich jetzt nicht als das Problem da drin. Okay, Jonathan hatte die Meldung zurückgezogen, aber Thomas Stöllner hatte sich noch gemeldet.
Thomas. You are now muted. Ja, Moment. Eine Anmerkung oder Frage auch zur Demokratie. Hanna, weil du gesagt hast, dass du so negativ siehst oder keinen positiven Begriff davon hast. Tue ich mich schwer damit, weil Demokratie ja nicht nur meint Wahldemokratie oder die Politik der Herrschenden, sondern ja auch eine, gerade historisch, eine Bewegung von unten dargestellt hat gegen die Herrschenden, also in der Geschichte gegen Fürstentum, Könige. Also da würde ich schon noch sehen, dass gerade auch von sozialen Bewegungen eine gewisse Gemeinsamkeit in der auch zu Arbeiterinnenbewegung gibt und auch zu den Anarchisten. Gerade auch wenn Demokratie sowas meint wie Minderheitenrechte, Menschenrechte, also da ist schon sehr viel emanzipatorisches Potenzial und Arbeit hineingeflossen. Also genauso wie, also ich kenne viele Demokraten, die würden sich sehr dagegen wehren, dass Bombenabwürfe in irgendeiner Weise demokratisch sind, weil sie eben Menschenrechte komplett außer Acht lassen. Dann hätte ich eine Frage zur Veränderung, weil das mir oft, also hört ich zumindest den Eindruck, oft so angesprochen wird, die Veränderung hin zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft könnte dadurch gelingen, dass man draufhaut oder was kaputt macht. Also was meinst du damit konkret? Also mir ist eingefallen, okay, es gibt die Möglichkeit der Überzeugungsarbeit. Dann, was du angesprochen hast, deine Arbeit bei Ende Gelände oder euer Arbeit oder die von den Leuten, die sich da engagieren, wo ich sagen würde, okay, das ist Verhindern und Abwehr von Leid. Also das ist Abwehr von Schaden und daher rührt dieser Impetus hier eine politische Aktion zu machen. Dann ist wieder eine Veränderung, kann sein Aufbau oder Praxis von anderen Strukturen, also das, was Friederike angesprochen hat mit den Commons, dass man sich da engagiert. Dann gibt es ein Moment der Veränderung ist der Gewinn von Mitmachenden, also Leute, die mittun dann einfach, ja, dass man einfach mehr wird, statt der Behandeln, die wir jetzt im Moment noch sind. Und dann auch eine Veränderung in der Haltung. Also das ist ja ganz, ganz viel dieses, wie kann ich eine Gesellschaft oder verändern zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft, die wir uns eher wünschen. Könntet ihr zu den verschiedenen Punkten dann nochmal sagen, was ihr da genau meint oder in welche Richtung ihr da gedacht habt? Weil mit dem Draufhauen und Kaputtmachen habe ich ehrlich gesagt meine Schwierigkeiten. Naja, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von einem engen Politikverständnis, was immer genau das umfasst, was wir persönlich für richtig halten. Ohne das dir konkret jetzt vorwerfen zu wollen, gibt es, glaube ich, einfach eine Menge Menschen, die ihren Blick auf die Welt auf andere Leute übertragen und dann glauben, andere Leute müssten auch so kämpfen oder sich auf diese Art und Weise organisieren oder auf diese Art und Weise für eine andere Welt eintreten. Und ich glaube, was mir total geholfen hat, ist zu sehen, dass es unterschiedlichste Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden und dass Menschen auch unterschiedlichste Dinge was bedeuten. Und dass es halt Leute gibt, die deswegen 20 Jahre lang aktiv sein können, weil sie einmal im Jahr einen Farbanschlag auf ein Abschiebegefängnis begehen. Ich glaube, dass es anmaßend ist, wenn Leute, die das nicht tun, sagen, nein, das ist sicherlich keine Aktion, durch die Menschen dazukommen oder durch die Menschen dabei bleiben oder durch die irgendwas verändert wird. Gleichzeitig aber von anderen Leuten verlangen, dass die daran glauben, dass durch Unterschriften sammeln was verändert wird. Also ich finde es total wichtig, dass das nebeneinander stehen kann. Wenn es anderen Leuten Kraft und Mut gibt, über Tage im Nieselregen zu stehen und Unterschriften zu sammeln, die sie am Ende irgendeinem Büro übergeben. Ich finde das vollkommen Banane, wie viele Unterschriften die übergeben. Ich finde jede Diskussion richtig, die die beim Unterschriftensammeln führen, aber dafür müssten sie meinetwegen auch keine Unterschriften sammeln. Aber sollen sie doch. So, was werde ich ihnen das absprechen? Und wenn sie dadurch mehr Leute werden, dann ist es doch cool, dass sie dadurch mehr Leute werden oder motivierter sind oder sich für irgendwas anderes dann organisieren oder wie auch immer können. Und wenn mir Leute ernsthaft erzählen, dass sie deswegen in politischer und in radikaler Bewegung bleiben, weil sie Momente haben,
wo sie gemerkt haben, wir sind doch nicht so ohnmächtig, wie wir denken. Gerade wenn du in politischen Kreisen unterwegs bist, wo du richtig häufig hart auf die Fresse kriegst. Also wenn du als antifaschistisch organisierte Person einfach auf jeder zweiten Demo richtig hart verprügelt wirst von der Polizei, dass es dann was Befreiendes haben kann, zu merken, das nächste Mal lasse ich mich nicht kesseln und ich werde dafür sorgen, dass diese Demo laufen kann, wo sie hinlaufen will. Kann einfach ein total starkes Zeichen sein. Oder sich einem Castortransport in den Weg zu stellen und zu sagen, so, wir werden jetzt den Schotter unter den Schienen wegmachen und wenn die Polizei versucht, uns davon abzuhalten, dann werden wir Feuerwerk schießen. Nicht, um die Polizei zu verletzen, sondern um sie auf Abstand zu halten, damit wir diese scheiß Schiene geschottert kriegen, damit der Zug hier nicht langfahren kann. Dann sind das Momente, wo ich Leuten das wirklich glaube, dass sie da gerade was schildern, was für sie bedeutet, dass sie danach weiterkämpfen können, dass sie danach die Kraft haben und den Mut haben, irgendwie auch sich weiter in irgendeiner Form zu organisieren. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das einfach anerkennen voneinander, dass es unterschiedliche Dinge sind. So, und bei mir sind das auch wieder andere Sachen. Es gibt Zeiten, da ist es für mich total frustrierend, wenn kein Mensch zu Veranstaltungen kommt, und Zeiten, da finde ich Veranstaltungen mit nur 4 Leuten die besten, weil die Leute am ehrlichsten sind und wir die schönsten Debatten führen. Es gibt auch Tage, da habe ich gar keinen Bock, irgendwelches Wissen weiterzugeben, und andere Tage, wo das, was mich fürs nächste halbe Jahr motiviert ist, dass ich einer 16-jährigen Aktivistin von Fridays for Future das Klettern beigebracht habe und das Gefühl habe, ey, die wird das die nächsten 15 Jahre mindestens auch nutzen, weil sie einfach richtig Bock drauf hat, sich einzusetzen für eine andere Zukunft. Und so sind Menschen halt unterschiedlich. So. Und ich für mich persönlich würde auch ganz andere Dinge formulieren, aber ich finde es wichtig, dass wir da Respekt für unterschiedliche Herangehensweisen haben, weil wir wollen ja schließlich viele und unterschiedliche Leute sein. Und natürlich gibt es für mich auch Grenzen dessen, was ich irgendwie okay finde. Aber kaputte Dinge gehören da halt auf jeden Fall nicht zu. Und sowas wie Abschiebeknäste, finde ich, gehören halt kaputt gemacht, tatsächlich. Also was denn sonst, wenn nicht kaputt? Ich hoffe, das beantwortet jetzt die Frage. Ach ja, nee, ein Punkt war ja noch. Diese Sache mit vergangenen Bewegungen nicht gerecht werden, indem ich den Begriff der Demokratie schlecht finde. Ich glaube, dass wir da vergangene Bewegungen verklären, dass gar nicht so viele davon sich explizit als demokratisch betrachtet hätten. Also wenn wir zum Beispiel die Französische Revolution angucken, die haben sicherlich von der Republik geredet, aber das war der viel, also soweit ich das weiß, der viel präsentere Begriff, wo wir heute eher sagen würden, was, ihr seid RepublikanerInnen? Das wäre irgendwie nicht so das, wo ich in anarchistischer Szene jetzt besonders viel Respekt für kriegen würde, wenn ich sagen würde, ich bin Republikanerin. Trotzdem ist das die Debatte, die da geführt wurde, ob das denn vereinbar ist, anarchistisch und KommunatInnen und RepublikanerInnen. So, wie stehen die denn zueinander? Also ich glaube, da sind Zeiten unterschiedlich und das ist ja auch okay, wenn sich Begriffe verändern. Also ich meine, ich will damit ja nicht den Leuten, die bisher für was Sinnvolles aus meiner Sicht gekämpft haben und das Demokratie genannt haben, absprechen, dass sie was für was Sinnvolles kämpfen. Ich will nur sagen, lasst uns doch manche Begriffe einfach entsorgen, wenn wir sehen, dass damit andere Leute eben auch Bombenabwürfe legitimieren und ich einfach nicht sehe, dass es diese Begriffsdebatte wert ist. Da setze ich einfach andere Prioritäten, weil ich nicht an diesem Wort hänge. Ja, ich kann ja auch kurz, also wie gesagt, grundsätzlich stimme ich der Kritik an der europäischen Geschichte von Demokratie zu, also Französische Revolution, ich übersetze Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gerne mit Freiheit, Gleichheit, Ausschluss, weil Frauen biologisiert und People of Color oder dann in der Binarität eben, wie auch bei jetzt dann entstehenden Zweigeschlechtlichkeitsbinarität, dann eben auch die Binarität Schwarz-Weiß dazu benutzt wurde, warum man Menschen ausschließen kann aus der Demokratie, weil sie jetzt nämlich plötzlich biologisch nicht mehr dazu fähig waren, freie, gleiche Staatsbürger zu sein, weil Frauen eben plötzlich dann emotional sein mussten und nicht mehr rational sein durften, etc. Also irgendjemand hat ja im Chat geschrieben, also jeder Begriff kann geklaut werden und die Diskussion ist ja nicht ganz neu und bislang schließe ich mich eben denen an, die sagen, und wie wir kämpfen uns diesen Begriff zurück, wie die Zapatistas zum Beispiel das auch bewusst gemacht haben. Ich finde Unterschriften Listen sicherlich nicht meine erste Aktionsform, aber
wie gesagt, also ob ich jetzt einen Abschiebeknast sprenge oder eine Unterschriftenliste, die Frage ist, wie beeinflusse ich den Alltagsverstand? Und da kann natürlich auch Unterschriftenlisten wie Change.org oder so, die haben dann natürlich auch eine nicht zu unterschätzende Wirkung heute. Und ich würde das deshalb nicht so abtun. Das, wogegen ich mich vorhin verwehrt hatte, ist eben, weil ich denke, es gibt durch diesen Militanz-Hype, den ich bei einigen meine, festzustellen, das ist jetzt nicht gegen dich, Hanna, aber sozusagen, das gibt es ja, dass dann eben je kaputter, desto besser ist es eben nicht. Also wenn eben der Alltagsverstand nach hinten losgeht dadurch, dann ist da nicht so viel mit gewonnen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr den Anschluss, aber ich weiß, dass es irgendwie noch einen Grund gab, weshalb ich nochmal den Klimaplan ansprechen wollte, den ich eben gerade so ein tolles Projekt fand, oder finde, weil er eben diese ganzen Ebenen eben drin hat von irgendwie Druck auf Staat und selber Alternativen aufbauen und einen alternativen Plan vorlegen. Und ja, genau, also eben die Konstruktion eben gleichzeitig auch sehr stark mit betont hat. You are now unmuted. Ja, jetzt haben wir so zum Schluss nochmal schönen Bogen gespannt zum Anfang, zum Demokratiebegriff. Genau. Wobei ich da vielleicht nochmal kurz nachhaken wollen würde, weil es jetzt in der Diskussion ging es sehr um den Begriff und die Geschichte und wer sich darauf bezogen hat oder wer nicht und ob man sich das reclaimen sollte oder wie. Du, Hanna, hast ja aber heute Nachmittag auch das nicht nur auf dieser Begriffsebene verhandelt, sondern schon inhaltliche Sachen damit verknüpft. Also sowas wie diese Vorstellung von, es gibt Institutionen, denen wir die Legitimität zusprechen, dass dort verbindliche Entscheidungen getroffen werden, an die sich dann auch alle zu halten haben. Vielleicht könntest du dazu einfach nochmal was sagen und da würde mich auch nochmal dann darauf die Meinung von Friede interessieren. Na, ich glaube, Teile meiner Demokratiekritik, auch der Kritik an dem, was Basisdemokratie, direkte Demokratie, wie auch immer genannt wird, ist, dass keines der Experimente, die ich beobachtet habe im deutschsprachigen Bewegungskontext, mich ansatzweise überzeugt hat. Und das passt sehr gut auch zu der Kritik aus diesem Cramping-Sammelband From Democracy to Freedom, dass die realen Erfahrungen mit diesen Experimenten halt nicht das versprechen, was wir uns davon erhoffen. Also, dass das eben auch eine Projektion ist. Und natürlich können wir auch immer wieder ein neues Experiment starten, dann sagen, hey, das hat auch seine Schwachstellen, lass daran arbeiten. Experimente sind dazu da, um irgendwie auch zu scheitern und wir gehen halt scheiternd voran. Das finde ich ist auch erstmal richtig, aber vielleicht ist Teil von diesem Scheitern vorangehen auch, dass wir nicht so krampfhaft für meinen Eindruck an diesem Begriff der Demokratie hängen und dann immer sagen, okay, das, was wir jetzt ausprobiert haben, das war dann wohl noch nicht die direkteste, noch nicht die beste Form der Demokratie, aber das, was am Ende richtig ist, das nennen wir auf jeden Fall Demokratie. Weil so kommt es mir halt so ein bisschen vor, dass immer dann, wenn wir merken, okay, das, was wir jetzt ausprobiert haben, funktioniert doch auch nicht, also mit mehreren tausend Leuten in einem Gesamtplenum alles im Konsens entscheiden. Ja, surprise, surprise, dass das nicht funktioniert, ist jetzt auch nicht so ganz überraschend. Nichtsdestotrotz haben das Leute wirklich geglaubt, es hat sie wirklich getroffen, dass es nicht funktioniert. Und wir brauchen eine Antwort auf die Frage, ja, wie denn dann? Aber aus meiner Sicht kann die Antwort halt nicht sein, wir machen es anders, aber wir nennen es auf jeden Fall wieder Demokratie. Also das erscheint mir irgendwie total schräg. Und gerade weil meine persönliche Antwort und ja auch die von diesem Cramping-Buch, die ist zu sagen, okay, wir brauchen Orte des Austausches, aber gerade keine Orte des Regierens. Deswegen sträubt sich bei mir halt auch so viel bei diesem Demokratiebegriff, weil der für mich so sehr stark mit diesem Kratos halt die Herrschaft und das Regieren mit beinhaltet und nicht das sich austauschen und das Stärken von Autonomie von Kleingruppen, einzelnen AkteurInnen etc. Und ich dann immer Angst hätte, dass quasi die Individuen in einem überverriegelten Kollektiv untergehen. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen
Also wir kommen einfach an das Limit dieser Veranstaltung. Ich freue mich, wenn Leute das einfach in der Praxis weiter diskutieren, was denn Umgangsformen sein könnten. Und klar können wir auch diskutieren, ob das jetzt Demokratie heißen muss oder nicht, aber die eigentlich viel wichtigere Frage zum Mitnehmen, finde ich, sind wir tatsächlich in der Lage, all das, was wir neu entwickeln an Entscheidungsfindungsprozessen, immer wieder darauf abzuklopfen, ob es nicht doch neue Hierarchien reproduziert oder ob es versteckte Hierarchien beinhaltet, ob es doch wieder bestehende Unterdrückungsverhältnisse reproduziert und wie wir dem irgendwie entgegenwirken können. Und das sind natürlich immer nur, naja, irgendwie Ansätze von Versuchen, das zu tun, die wir da entwickeln. Und die müssen wir halt permanent darauf abklopfen, ob sie tatsächlich besser sind, welche der Fehler von vorher sie irgendwie aufarbeiten und welche nicht und wo wir weiter dranbleiben müssen. Also ich meinte das ja vorhin schon mal, das ist einfach nichts, worauf wir uns ausruhen können. Also es gibt kein Fertig, sondern es ist halt einfach ein stetiges Weiterarbeiten und das wird es auch immer sein. Also in dem Sinne, ein jetzt gibt es einen Bruch und danach können wir uns irgendwie ausruhen, kann und wird es halt nicht geben. Vielleicht ist das auch schon irgendwas in Richtung Schlusswort, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Könnte es von meiner Seite aus auf jeden Fall sein. Ja, Jojo, ich war auch gerade im Chat verloren, als du deine Frage gestellt hast. Und du bist offensichtlich aber auch nicht dahin gekommen, dass ich vor ein paar Minuten schon gefragt habe, was die Frage war. Ich glaube, bei dir privat, ich glaube wahrscheinlich, was für einen anderen Begriff als Demokratie wir vorschlagen würden? You are now unmuted. Die Frage an dich war eigentlich nur, was du zu dem sagen würdest, was Hannah jetzt gesagt hat. Ah, okay. Okay. Das stimmt, aber trotzdem, das wusste ich noch, aber ich wollte trotzdem die Frage wissen eigentlich. Na gut, egal, dann sage ich was zu Hannah gesagt hat. Ich sehe eben tatsächlich nicht so richtig den Alternativbegriff. Ich habe ein bisschen über Solidarität nachgedacht, weil das sich, glaube ich, gerade so ein bisschen ausbreitet. Allerdings habe ich auch mal zu Solidarität ein bisschen mehr gearbeitet und begriffsgeschichtlich. Also ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand bei Wikipedia ist, aber ja, lang jedenfalls war es so, dass es eigentlich nur definiert wird als entweder Interessengemeinschaft, also sozusagen die Soldaten, also einerseits die Versicherungssolidarität und das andere so die Kampfsolidarität, also die Arbeiterklasse gegen andere oder der Soldaten gegen andere oder so. Und Solidarität eben im Sinne von wirklich alle und alles einschließend, da muss man genauso drum kämpfen, das so zu verstehen. Und wenn sich was anderes rausbildet, ist schön, ansonsten bleibe ich, glaube ich, bei Demokratie und wie gesagt, als Poststrukturalistin auch mit der kommenden Demokratie von Jacques Derrida, die eben genau das aussagt, was du gerade am Schluss auch gesagt hast. Das ist eben, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass es immer darum geht, zu gucken, welche neuen Marginalisierungen gibt es. Also in der Bewegung sieht man das hier immer wieder abgebildet, dann eben in der Frauenbewegung, wo dann eben schwarze Frauen gesagt haben, es geht eigentlich die ganze Zeit um weiße Lebensverhältnisse und Arbeiterinnen gesagt haben, es geht um bürgerliche Lebensverhältnisse und lesbische Frauen gesagt haben, es geht um heterosexuelle Lebensverhältnisse und dann aber wieder Bisexuelle gesagt haben, hier sind wir auch noch und dann eben irgendwie queer dann sozusagen für alles steht. Und das ist genau die Bewegung, der wir uns immer wieder verpflichten müssen, glaube ich. Sonst werden wir einfach neue Privilegien aufbauen. Ja, das fand ich, waren jetzt zwei sehr, sehr schöne Abschlussstatements mit einem Plädoyer fürs Fragende Voranschreiten und immer unter dem Einschluss, möglichen Einschluss und immer weiter Fragen, von wen schließen wir aus und wen müssen wir einschließen. Ich glaube, damit können wir es auch dann jetzt für heute beenden. Und ich freue mich sehr auf morgen, genau, das Programm kennt ihr ja oder könnt ihr sonst auf der Website nachgucken, da gibt es auf jeden Fall auch noch viele spannende Programmpunkte. Danke euch beiden und danke allen, die mitdiskutiert haben und zugehört haben und im Chat Fragen gestellt haben. Und schönen Abend noch. Danke für die Moderation.
Vielen Dank auch für das viele nette Feedback im Chat. Ja. Das war sehr schön, dass da so viel los war. Ja, fand ich auch. Sehr lebendig.